Herren, wir begrüßen Sie an Bord dieser Late-Night Aircraft auf unserem Flug nach Meppen. Bitte nehmen Sie nun Ihre Sitzplätze ein. Wir möchten Sie gleich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Bei der Sitzplatzsuche wird Ihnen die Crew gerne behilflich sein. Ladies and Gentlemen, we welcome you aboard this Late-Night Aircraft on our flight to Kamarau. Please take your seat now. In a few minutes, we want to show you the safety features of this aircraft. The crew would like to help you by searching your seat. So this is the Rocket Beans TV Sea Shanty. Soon may the Krogman come, brings you late, nice and fun. Krogi stream late und Freud sig der Chat ist mit dabei. Kapitän? Grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. Sehr gut, Co-Pilot. Ich habe Sie heute mal die Ansage machen lassen, damit Sie das auch mal üben, wie man mit den Menschen da draußen spricht. Das macht mir richtig Freude, muss ich sagen. Da kann ich mich richtig sagen. Ich bin auch ein bisschen ausgegangen. Merkst du das? Das verstehe ich. Kann ich dich duzen, Kapitän? Natürlich. Lassen Sie uns duzen. Du? Wie heißt du überhaupt? Michael. Guten Tag. Ich bin der Valentin. Ja, Pilot Valentin. Wir fliegen ja zum ersten Mal heute zusammen. Ich muss sagen, ich bin generell noch nicht so häufig geflogen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Immer. Achso, dann sind Sie also viel erfahren. Ja, aber es ist ein interessanter Rollentausch. Ich flieg doch immer. Wie lange halten wir das auch so drin? Ich hab keine Ahnung. Ich rede gar nicht anders als so. Das ist in Ordnung, warte, dann ignorier das einfach, was ich jetzt sage, okay? Ja. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Late Nice. Heute geht's darum, dass wir einfach mal einen nicen Night Flight einlegen. Denn, attention please, this is a night flight. A flight tonight. In the night, you know? Und das ist Kapitän Walle. Walle hat's drauf. Walle sagte, er ist der beste Pilot hier von Hamburg bis nach Wilhelmsburg. Ist nicht weit. Eigentlich, ja, weit genug. Da gibt's doch genug Piloten. Du bist vielleicht von der Heinrichstraße bis zum Edeka. Ja, der Beste, ganz klar. Der Beste, den man in einem Umkreis von 20 Metern finden konnte. Ja, ist echt so. Den Erstbesten nimmt man auch am besten bei so einem Passagierflug. Ja. Wieso steht ja nichts auf dem Spiel. Ich finde das absolut in Ordnung. Ja, Fun. Fliegen ist Spaß. Komm, wir begrüßen mal den Chat. Chat, seid ihr da? Jetzt sag mal gute Kommentare, ich zeig euch jetzt. Hier, euer Time to Shine. Ich sehe euch gar nicht, ich muss mal meine Pilotenbrille abnehmen. Guck mal, ihr redet die Schnauze gekriegt als Pilot. Ey, Co-Pilot, Entschuldigung, du bist Pilot. Ich habe ja eben vor der Sendung schon gesagt, du hast eine richtige Pilotenbrust. Ich finde, so ein Pilot, der ist auch, sitzt da stabil im Sitz. Ich bin da eher so der Lauchpilot. Aber Lauchpilot ist auch geil. Die Lauchpiloten sind wieder da, Leute. So, Anschnallzeichen ist nur an. Achtung. Ja, Anschnallen ist nur an. Wir wollen eine Runde fliegen. Walle will einen Nachtflug machen, ihr seid unsere Gäste. Wenn ihr Wünsche habt, sagt ihr einfach, wir haben alles da, ist kein Problem. Und lasst uns einfach direkt einen Testflug starten, oder? Walle sitzt hier in seinem Cockpit, wir haben alles, wie gesagt, vorbereitet, hier mit seinem Horn, da sind den Gaspedal, Hebel und so, hier meine Steuersachen. Das kann nur schief gehen. Ich freue mich wirklich drauf, Kapitän. Ich mich auch. Ist schon ein richtig krasses Setup hier, muss ich sagen. Passagiere, nicht Gäste. Gleich schon ersten Fehler gemacht. Kannst auch zu Hause, brauchst nicht in Urlaub. Die Natur hat sich geholt, Walle ist auf, verstehst du? Aber du musst nicht mit. Ich nenne dich auch Gast, nicht nur Passagiere. Musst aber nicht mitfliegen. Deine Entscheidung, ne, Kapitän? Ja. Und ich möchte nochmal sagen, kleine Durchsagen hier an die alle Zuschauenden und Mitfliegenden. Dies ist ein Flug eines sehr unerfahrenen Piloten. Sie sehen hier meine Instrumente. Erwarten Sie wenig und bekommen Sie noch weniger. Nun kann es losgehen. Sie sehen hier die Weltkugel. Und wir starten erstmal, bevor wir unseren richtigen Flug mit Start und Landung machen, würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Testflug. Ne? Heben wir einmal in Hamburg ab, drehen Kreise. Nach Bremen vielleicht? Hamburg-Bremen? Eine Runde nach Bremen. Hamburg-Bremen? Ja, machen wir so. So. Malle, sag mal nicht. Roman, warst du noch nie da? Scheiße, ich finde Hamburg und Bremen. Kann man oben weiter antippen? Nee, ich hab's nicht. Das ist ja Nacht, ist ja verwirrend. So. Okay, los. Das ist hier natürlich Flugverkehr. So, Leute.
Na, entspannt, wenn es losgeht, ne? Ist gleich entspannt. Ja, es ist super entspannt. Ja, wobei, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil, kurzer Disclaimer auch, ich fliege zum ersten Mal mit solchen Instrumenten ausführlich. Das heißt, ich kann sie natürlich eher so mittelmäßig bedienen. Mhm. Ich bin schon mal mit Maustastatur und allem drum und dran geflogen, aber hier, dass ich so ein Throttle oder sowas jetzt hier habe, ist auch für mich noch neu. Aber zieht euch diese feinen Geräte rein. Ah, das ist doch, das ist Pleasure, Flight Pleasure. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Es wird sich schon die ganze Zeit hier beschwert, dass es im Flugzeug nicht so gut klingt. Ihr seid halt gerade im Cockpit, Freunde. Wie gesagt, das hier ist vielleicht einfach auch ein Tryhard-Let's Play, weil total das echte Leben ist und gar kein Let's Play ist. Ja. Weiß man nicht. Ja. Wo kommen die Geräte? Sage ich euch sofort. Komm, nutzen wir die Wartezeit noch eben. Nutzen wir noch die Wartezeit. Nutzen wir noch eben die Wartezeit. Dann möchte ich mich an dieser Stelle einmal bedanken. Und zwar bei unseren Freunden von Aerosoft. Die habe ich nämlich angeschrieben und gesagt, ey, Krogi hier, ich habe kein Geld, aber ich würde gerne mit Walle eine Flugsendung machen. Könnt ihr uns nicht was leihen? Und haben sie gemacht. Herzlichen Dank. Die machen so tolle Simulationsspiele wie den Autobahn-Polizeisimulator. Ah. Oder auch diese Hardware. Yeah. Krass. Die machen Hardware und Software. Ich glaube, ja. Hier, die hier. Mit dem kleinen Flugzeug. Ah, ja, ja. Und man muss auch wirklich sagen, ich finde diese Oberfläche, hast du da mal so ordentlich drüber getatscht? Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich geil an, ne? Ja, das fühlt sich richtig gut an. Und generell auch, wie smooth sich dieses Horn bewegt. Ach, geil. So. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra cleared for takeoff runway 23 West, departure approved. Alright, Sierra, one way. Die brauchen ja ein bisschen, ne? Oh, aber die stehen jetzt hier auch beide schon auf Run. Jetzt muss ich, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ja. Gehen wir mal kurz raus. Zieh mal die Feder da vorne. Jetzt schon Fuel geben. Gib mal Fuel. Ich mach's noch ein bisschen weniger, Leute. Ja, ein bisschen weniger von dem Effekt ist schon okay. So, ich höre die Engines schon. Ich starte noch nicht rein, weil ich glaube, sie sind noch nicht hochgefahren. Gib dir mal ein bisschen Schub, ey. Ja, nur zum Test. Ja, da sind sie. Beide gehen. Aber warte, ich halte nochmal an. So, ich kann eigentlich, oder? Warte, wir müssen noch eine Ansage machen. Genau. Bist du kurz ruhig? Ich bin kurz ruhig. Okay. Achtung. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord dieser Flugnacht. Bitte nehmen Sie Ihren Sitzplatz ein. Wir möchten Sie gleich mit den Sicherheitsverkehrungen an Bord vertraut machen. Bei der Sitzplatzsuche wird Ihnen die Crew gerne behilflich sein. Ladies and gentlemen, we welcome you on board on our way to... Please take your seat now. In a few minutes, we want to show you the safety features of this aircraft. The crew would like to help you by searching your seat. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Walle und der Besatzung möchten Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Ladies and Gentlemen, in the name of Kapitän Walle and the entire crew, we would like to welcome you once again on board. We would like to show you now the safety features of this aircraft. Please pay attention at the flight attendants. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Sitzgurt richtig öffnen und schließen können. First of all, we would like to show you how to fasten and unfasten your seatbelts correctly. Im Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie bitte eine der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach assistieren Sie bitte mit reisenden Kindern. If there is a loss of cabin pressure, oxygen mask will automatically drop off the cabin ceiling. If this happens, pull one of the masks toward you and press the opening firmly over your mouth and nose. Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, haken Sie die Gurte wie vorgeführt ein. Ziehen Sie dann die Gurte straff, unmittelbar nach Verlassen des Flugzeuges ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die runden Mundschläuche. Eine Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche aus der Batterie herausziehen.
Under your seat, you will find a life vest. To wear, tear open the plastic package, remove the life vest and slip it over your head. Wrap the straps around your waist, snap the two ends together and tighten. Inflate the vest by pulling down one of the red tabs. You can also manually inflate the vest by blowing into the red tubes. It is important that you don't inflate your vest while inside the aircraft. Your seat cushion also serves as floating device. Simply place your arms through the straps and hug the cushion to your chest. Meine Damen und Herren, Sie finden eine Sicherheitskarte mit allen Sicherheitsanweisungen in der Sitztasche vor Ihnen. Bitte prägen Sie sich ganz genau die Lage der Notausgänge ein, die alle mit dem Wort Exit oder Ausgang gekennzeichnet sind. Ladies and gentlemen, you will find an information card explaining all safety instructions in the seat pockets in front of you. Please remember the emergency exits are marked as the word Exit or Ausgang. Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone an Bord unserer Flugzeuge generell nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie spätestens jetzt Ihr Mobiltelefon vollständig aus. Sie können Ihr Mobiltelefon nach Verlassen unseres Flugzeuges gerne wieder benutzen. Schalten Sie bitte nun auch all Ihre anderen elektronischen Geräte aus. Sie können Ihr eigenes elektronisches Gerät nach dem Start wieder... Start... Der Satz ist völlig kacke, Leute! Ladies and gentlemen, please notice the use of mobile telephones generally not permitted on board of your aircraft. Please switch off your mobile telephone. Please also notice the switch off the rest of your electronic equipment. You can use your own electronic equipment after takeoff and the fasten seatbelt signs have been switched off. Thank you. Meine Damen und Herren, auf allen unseren Flügen herrscht Rauchverbot. Bitte unterlassen Sie auch das Rauchen in den Waschräumen. Ladies and gentlemen, please notice all of your flights are non-smoker flights. Please desist also the smoking in the laboratories. Bitte benutzen Sie zum Start. Bitte bringen Sie zum Start Ihren Sitz in aufrechte Position und klappen Sie alle Tische vor Ihnen hoch. Please bring your seat in upright position and banana tray tables in front of you. Bitte beachten Sie... Bitte achten Sie darauf, alle schweren Handgepäckstücke unter Ihren Vordersitzen und nicht in den Overhead-Compartments über Ihnen zu verstauen, da diese während Start und Landung verrutschen können und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Please notice that the heavy baggage under your front seats and not in the Overhead-Compartments remains for crew flight. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug nach... Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne unseren Flugbeamten wenden. Mein Name ist Michael und ich bin heute Ihr Flugwagen-Pusher. Ladies and gentlemen, we thank you for your attention and wish you a pleasant flight. If there are further questions, please feel free to ask our flight attendants. My name is Michael. I wish you a flight. Thank you. Vielen Dank an Michael. Hier spricht der Pilot. Ich möchte kurz hinzufügen, dass an Bord dieses Flugzeugs sowohl das Rauchen als auch das Trinken gestattet und ausdrücklich erwünscht ist. Mit zwei Bier im Nacken fliegt es sich besser. So, los geht es hier. Hauen wir die Maschine an, würde ich sagen. Bitte, bitte. Da hat auch schon eben jemand nach Tomatensaft gefragt. Das gibt es natürlich im Laufe des Fluges. Selbstverständlich. Aber beim Starten würden sie sich das kleckern. Das ist ja der kurze Flug. Ja. Da gibt es nicht viel. Ja, genau. Da gibt es kein richtig warmes Mahl, aber der Tomatensaft ist immer mit inbegriffen. Herr Kapitän, wir müssen erstmal die Checkliste durchgehen, bevor Sie starten. Checkliste, die hätte ich fast vergessen. Können Sie mal gucken, ob das hier frei ist, die Straße? Ja, wie ging denn das nochmal? Mal gucken, ob die Straße frei ist. Ach so, einfach gucken. Ja, ich kann gucken. Nimm mal, nee, na. Hier so, ja, zack. Hier links, links zieht keiner vorbei. Rechts ist frei. Komm mal nochmal. Hier, außen GoPro. Hinter uns. Alles gut, würde ich sagen. Schickt ihr das hier aus mit den Lichtern, ne? Ich freue mich. Ich flieg nur nach Flüge. Ich bin gerne in Bremen. Nee, wir starten, glaube ich, in Hamburg. Ja, ich bin gerne in Bremen. Achso, du würdest gerne nach Bremen. Ja. Ja, klar, machen wir. Kriegen wir hin. So, ich würde jetzt sagen, bevor wir zu viel. Machst du so einen Superstart, Kapitän? So Vollgas, so wie bei Formel 1. Ja, so. Die Motoren richtig durchdrehen und dann deine Handbremse lösen? So nämlich. Höchste Drehzahl. Wir müssen ja abheben. So läuft das im Fluggeschäft. Ja. So, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Wir werden es jetzt herausfinden, meine Damen und Herren. Es geht los. Oh, das hört sich schon mal ganz gut an. So, was ist denn hier nochmal die Idealgeschwindigkeit zum Abheben? Ich würde sagen, knapp bei 160. Was machen die Flaps, Kapitän? Die Flaps sind nach wie vor auf Standardposition, aber kann ich nicht schon mal hochziehen? Ziehen Sie mal richtig hoch. Aber nicht mehr als 10 Grad. Sie wissen Bescheid. Ja, 20, das ist schon viel zu viel. Vielleicht mal das Fahrgestell einziehen. Oh, das mache ich natürlich. Gucken Sie mal von außen. Da, ja, da kommt es rein. Wunderbar. Da kommt es rein. Ah, sorry. Bisschen weniger Gas, oder? Ich will nichts sagen, ich bin nur Co-Pilot, aber. Meinen Sie, wir sind zu schnell oder was? Oh, wir sind im roten Bereich, Sie haben recht.
Gehen wir ein bisschen raus. 240 Knoten, mehr sollte man mit diesem Flugzeug nicht fliegen. Meinen Sie nicht? Nein, mein, du darfst dich duzen, Michael. Achso, meinst du nicht, Michael? Haben Sie dazugehört, was Sie uns gesagt haben? Ja. Wir sollen nach Bremen fliegen. Achso, ja, alles klar. Da ist Finkenwerder. Da waren wir doch gerade erst. Finkenwerder. Finkenwerder. Ja, das ist schön da. So, jetzt muss ich was flapsen hier. Ja, mach mal hoch, alle. Ja. So, kontrollieren wir das Ganze mal. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu wenig Power. Ja. Also, vielleicht müssen wir da hinziehen, den Eumel. Ja, aber das regelt ja eigentlich Flaps. Ja, naja, der Trim, Herr Kapitän. Der Trim, haben Sie recht. Ich bin so ein Trim, Herr Kapitän. So, aber, so, den Flaps haben wir jetzt auf. Wo sehen wir den nochmal? Da unten, ne? Einen weiter? Hier, da. Der Flaps muss nach oben. Ist das ganz oben? Da klingelt was, Kapitän. Ja, ich guck mal wieder aus dem Fenster. Da sieht das Fenster nicht. Da sieht was am Klingeln. Ja, ich muss erstmal hier wieder zurück. Warten, gedulden Sie sich doch mal. Kapitän, ich weiß nicht so. Läuft doch, hier, über den Wolken. Was haben Sie denn? hat gut gepiept, da wollte ich aber, weiß ich nicht. Ja, das ist wie bei McDonalds, da piept die ganze Zeit. Ja, ich auch immer. Kapitän, warum wollt ihr Lose verkaufen? Auf dem kurzen Lose, ja, da fliegen die Leute nicht drauf. Wir sind ja eigentlich auch das bekannte Partyflugzeug. Heute geht's zwar nicht nach Malle, aber ich finde, so ein Mickey Krause können wir mal zwischendurch abfahren. Können wir mal. Kann ja mal in den Mund halten. Aber Sie sind erfahren, habe ich eben mitbekommen. Wie flapse ich denn jetzt? Immer noch du. Okay? Immer noch du. Achso, ja, sorry. Ich bin mit so vielen Schnöseln geflogen, die immer gesitzt werden wollten. Ja, steig doch mal aus. Guck mal von der Seite. Guck mal von außen. Achso, da kann ich das von außen richtig. Da steig ich mal kurz aus. Ja. Guck das mal an. So. Du, und jetzt kannst du einstellen. Bisschen Trim, jetzt geht er nach oben ein bisschen. Guck mal, da gibt es ja unten rechts auch den optimalen Trim-Kanal. Aber ich höre gerade von den Passagieren, der Kapitän, es wird Zeit für eine Barrel Roll. Die sind sonst unhappy? Die sind sonst unhappy. Okay. Es ist Zeit für eine. Ich weiß das noch, vielleicht, Kapitän, das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie das jetzt nicht zutrauen. Gar kein Problem. Ein Moment. Ich will einmal kurz. Wir sind ja noch nicht so richtig lange in der Luft. Noch kurz einen Check machen, wir mal Sinn. Die Elbe haben wir überquert. Verstehe. Sind wir denn. Der rote Strich ist unsere Route. Ist das richtig? Ich bin mir auch nicht sicher. Da ist doch eine Grenze, eine Landesgrenze. Oh, die Passagiere beschweren sich, glaube ich. Ach, scheiße, ich komme immer nicht zurück. Aber kannst du mal das Anschnalllicht ausmachen? Oh ja, aber warte, ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil. Genau. Oh, wir grooven uns ein. Ich berühre das Horn mal kurz nicht. Sehen Sie, wir kommen in eine waagerechte Position. Gucken wir mal ganz kurz hier. Zack. Das sieht gut aus. Fischbeck. Sehr schön. Da wohnt so. Colin, du. Ach, echt? Ja. Da wohnt in Fischbeck. Ja, wir haben auch die Gable Brothers haben ja diese Anzüge hier schon getragen. Hat er keinen eigenen Anzug, der Bruder von Colin? Ach, vielleicht hat er auch seinen eigenen mitgebracht. So, warte, ich nehme mal kurz die Maus, weil ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Das habe ich irgendwie schon mal geschafft. Nee, weißt du das? Dann noch den hier. Ja, den kriege ich nicht nach oben. Der geht doch auch am Eumeln. Warte mal. Nimmst du den? Nee, noch einen. Ja, das ist, hä? Oder gibt es hier keinen oben in dem Plane? Vielleicht gibt es in diesem Plane keinen oben. Ja, vielleicht gibt es hier keinen Ofen, ist das oben. Aber dann musst du doch irgendwo dieses. Ja, eigentlich musst du jetzt nach oben gucken. Oh. Ja, warte, aber da bin ich im falschen Menü jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier. So, jetzt kann ich mich umgucken. Ja, ja, ja. Na, no, es gibt einen Ofen. Da wollen wir hin, ja. Ich glaube, da ganz. Taxi Lights. Nee, die sind gut. Puls. Ganz rechts irgendwo muss das doch sein. Anti-Collision Lights sind schon gar nicht wichtig. Hat er nicht, ist ein kleines Ding. Doch, haben die. Hat er woanders. Da sitze ich übrigens. Ja. Da sitze ich. Hallo. Das ist ein quasi Spiegelverkehr. Hallo, da sitze ich. Hallo. Wunderschön. Ja, das ist ja auch immer, wissen Sie, ich bin, weißt immer noch du. Weißt du, ich bin bisher immer nur 747 geflogen. Ab und zu an einem kühlen Wochenende mal eine Cessna. Aber dieses Gerät, das ist mir völlig neu. Das ist meine Freiheit. Das ist meine, schön mit dem. Muss man ab und zu auch mal wagen, einfach in so neue Gerätschaft reinzu. Schön mit der Cessna auf der Bahn. Ja, genau, das ist meine Freiheit, mein Wochenende. Ab und zu mit dem Bändler, aber auch gern mal mit einer Cessna. So, deswegen weiß ich natürlich nicht, wo wir hier die, wo der Passagierbeglück-Knopf ist. Guck mal nach unten nochmal. Ja. Dann nimm mal den hier. Also, machen wir wieder mit dem Kollegen. Ja, nimm mal den. Na, der rote, was macht der denn? Der Pull. Oh, der sieht gefährlich aus, finde ich. Ist das der Schleudersitz vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Wollen wir mal? Nee, machen wir nicht. Inop. Klingt auch
nicht gut. Aber meinst du, geht kein Barrel Roll, Kapitän? Doch, doch, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Jetzt, wo wir uns gesettelt haben. Oh, ich bin auch von der Route ein bisschen abgewichen. Aber nur leicht. Pass auf, wir gehen erstmal auf die Route zurück. Und dann machen wir die Barrel Roll. Also der Chat soll mit entscheiden. Also ihr seid Passagiere. Und Schock schreibt zum Beispiel, bitte keine Knöpfe anfassen. Das finde ich natürlich auch richtig, aber auch ein bisschen feige. Beide Piloten scheinen sehr kompetent. Ich möchte, mein Kapitän Walle ist der Hauptpilot. Mit weniger Flugerfahrung als der... Du ziehst dich quasi einfach aus jeglicher Verantwortung. Co-Pilot. Do it, Barry. Aber wir wollen ein bisschen rausgucken, Walle. Es hilft nichts. Wir wollen ein bisschen gucken, was draußen abgeht. Wollt ihr die Barrel Roll aus der Perspektive? Ja, wollen wir sehen jetzt. Guck mal, wir fliegen jetzt über den Bolzplatz. Guck mal, wie tief wir fliegen. Fliegen wir so tief? Ja, guck dir das doch mal an. Aber wie hoch... guck dir das... Aber es sind noch 3700 Meter. Sind das nicht Fuß? Nee. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber drei, das ist ja noch höher dann. Nee, kürzer ist das. Niedriger. Aber ich glaube, für so ein Flugzeug ist 3000 wäre auch nicht so hoch, oder? Das ist ja ein kleines Flugzeug. Das stimmt schon. Ja, so, trauen wir uns die Barrel Roll. Ja, mach's ein bisschen höher dann halt. Ja, geh ich erstmal was hoch? Wir sind übrigens auch gleich da, oder? Ja, wir sind... Guck mal, in... 30 Kilometer. Quasi. Mal quasi sowas. Das sind doch Flugmeilen, oder? Nee, ich trimm jetzt hier mal, gib ein bisschen Gas. Newtonmeter, das ist auch richtig gut vom Chip. Gehen wir mal kurz in den Steigflug. Wir können ja auch... Oh, wir sind zu schnell. Oh, ich habe zu viel getrimmt. 3000 Meter Reiseflughöhe ist zu wenig, Chat. Sagen auch, selbst die Passagiere beschweren sich gerade und sagen, das kennen sie nicht. Ist sie ein bisschen zu wenig? Über den Wolken ist auch wichtig. Wir sind jetzt über Delmhorst übrigens. Kennst du Element of Crime? Nee. Die Band, die singen auch über Delmhorst. Anwohner beschweren sich auch, wir sind zu niedrig. Mach mal einen Barrel Roll, dann beschweren die. Ja. Komm, lenk voll rein jetzt. Oder meinst du, die bricht auseinander? Nee, wir packen das. Du bist zu schnell, ey. Scheiß drauf. Zurück. Nimm Speed raus, bevor die auseinanderbricht. Ah, nee, das macht die nicht mit. Das macht die nicht mit. Sie nimmt Speed raus. Läuft. Ja, was sagen die Passagiere? Ich höre mich bei ihm um. Oh. Ja, die rasten richtig aus. Voilà, keine Kapriolen, Walle. Oh, keine Kapriolen. Wir müssen allerdings gleich richtig putzen. Du musst auch mitmachen. Die ganze hinten ist alles zugekotzt. Ja, das glaube ich auch, du Scheiße. Und wir hatten so einen Mile High-Teilnehmer, hatten wir auch innen drin. Nein. Ja, die sind jetzt tot. Das ist Pech. beim Sex gestorben gerade. Aber da platzt eine gute Barrel Roll. Ja, immerhin das, ne? Ja. Mal kurze Service-Durchsage an unsere Passagiere und Passagierinnen. Vielleicht haben sie es jetzt etwas zu spät erhalten, diese Informationen, aber in den Sitzen vor ihnen befinden sich nicht nur die Sicherheitskarten, sondern auch die Kotztüten. Das ist richtig. Füllen Sie bitte das Erbrochene auch nachträglich noch rein. Weil das macht mir richtig Spaß. Das ist der Wahnsinn. Das ist so richtig, weißt du, das ist so ein richtiges alte Herrenspiel. Ja. Man sitzt ja einfach, man chillt ein bisschen. Ich find's richtig geil. Ich find's auch Hammer. Aber eigentlich müssen wir mehr, wir sind ja eher hier, ne? Die Perspektive müssen wir eher und wir orientieren uns dann hier so. Da ist die echte Welt. Und wir leben in den Instrumenten quasi. Ja, das sagst du immer. Finde ich auch ein bisschen creepy, wenn es so, aber auch geil. So, aber ich glaube so, was haben wir jetzt? Können wir kurz abchecken. Wir sind jetzt bei 7000 Altitude. Und ich glaube, das ist bis Bremen ist eine gute Höhe. Ja, doch. Finde ich gut. Höher kennen die Bremener gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mach mal Licht an. Ist zu wenig Licht hier euch, oder was? Habt ihr hinten Dunkelheit? Achtung. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Bordservice. Entschuldigen Sie, das war der falsche Text. Der Flug ist zu kurz. In diesem Flug gibt es keinen Bordservice. Erst bei Flügen, die länger sind als Flüge von Hamburg nach Bremen. Das ist zu kurz. Hier ist eine Packung kleine Nüsschen. Eine Packung kleine Nüsschen mit ein bisschen Kotze dran vom Barrel Roll grad. Gib's jetzt rein. Nimm. So, ich war kurz draußen. Die wollten was zu essen haben. Ja, verständlich, verständlich. Ja, haben sie gekriegt.
So, liebe Passagiere, Sie haben jetzt zwei Optionen. Wir könnten eine Ehrenrunde um den Bremer Flughafen. Nee, lande. Sofort jetzt. Ja? Kein Battle Royale. Looping. Runde Battle Royale. Ein Looping noch. Mal außen an sich, ein Looping. Looping? Ja. Zieh lang nach hinten. Da muss ich aber richtig Stoff geben. Richtig Stoff, nur nach hinten ziehen. Ja, warte, erstmal brauchst du den Stoff. Außenansicht. Jetzt, volle Kanne. Zieh nach hinten. Ich befürchte, wir sind noch nicht hoch genug für dich. Zieh nach hinten. Hast du schon mal ein Looping gemacht? Zieh nach hinten. Jetzt zieh nach hinten, Mann. Oder was? Okay. Zieh nach hinten. Zieh voll durch. Immer durchziehen. Wir haben nicht genug Speed. Zieh durch. Zieh durch. Ich zieh wie so ein Bescheuerter. Zieh durch. Wie? Zieh durch, zieh einfach weiter! Den Stein purzeln wir jetzt! Weiterziehen! Zieh! Oh, die bricht uns auseinander! Zieh! Nee, läuft! Zieh! Ja! Yeah. Wuhu! Ladies and Gentlemen, das war der erste Looping in meinem Fantasietest! Ein Applaus für Kapitän Walensky! Man fahre! Oh, da hätte ich fast aus Versehen noch eine hinterhergeschoben. Ja, ein bisschen weniger als Schuppe, ne? Ein Hoch auf den besten Kapitän der Welt hört aus dem Passagierraum. Bremen Tower, Cessna Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra is 11 miles northeast with Sierra to land. Ich wusste ein bisschen immer die Passagiere kaputt lachen, muss ich sagen. Ja, die sind wild drauf, ne? Die sind ja auch eine wilde Airline. viele tatsächlich gestorben. Aber die leben, haben Fun. Shit happens. Ja. Bremen, können Sie bitte nochmal wiederholen? Wir haben Ihnen gerade nicht zugehört. Wir waren anderweitig beschäftigt. Beim Co-Piloten ist der Tomatensaft übergekleckert. Und jetzt können wir nicht richtig landen. Nee. Sagen Sie doch nochmal an, was soll man machen? Welche Landebahn? Aber ich muss sagen, gut, dass die nicht wissen, dass wir keinen Tomatensaft nutzen, sondern nur Tomatenmark. Ja, stimmt. Das ist. Aber das habe ich dem Tower jetzt ja nicht gesagt. Die hatten uns für besteuert, du. Nee. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Übrigens ist gar keiner gestorben. Sehr gut. Die waren nur kurz im Koma. Ah, das ist okay. Keiner, aber alle leben, alle sind wir wohl auf, alle am Fahren. Dafür haben wir Instrumente da quasi. Alle, ja, so Koma-Instrumente. Alle da. So, halten Sie mich fest, das kann jetzt eine wilde Wahnsinnsfahrt werden. Eine Runde nach links und eine Runde nach rechts und dann geht's in die Einflugschneise von Bremen, auf Hauptflughafen. Achtung, ich regel das. Kapitän, ist ja mein Job. Landing here. Landing. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnen wir mit unserem Landeanflug auf Landing. Bremen. Landing. Wir bitten Sie nun, sich wieder hinzusetzen und sich anzuschnallen. Bitte schalten Sie nur noch Ihre eigenen elektronischen Geräte aus. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, in just a few minutes we will descend towards Bremen. Please take your seat now and fasten your seatbelts. Please switch off now all your electronic equipment. Thank you. Oh, ich bin viel zu schnell. Ich zieh mir noch jemanden durch. Du siehst noch zu viel, Walle. Ja, ist wirklich so. Du siehst noch viel zu viel. Das ist nicht der Flug mit der Flugnummer 420. Jetzt langsam. Beruhig dich. Nee, ist noch zu früh für Landing Gear. Jetzt stresst der hier rum, unser Roboter. Hast du noch oben, oder was? Ja, nee. Mach doch mal raus. Nee, soll aber noch nicht. Jetzt scheiß mal auf den Protokoll-Druiden. Wir machen das. Ups, habe ich die Schneise dezent verpasst. Mach doch mal die Rollen raus da. Ja, mach jetzt die Rollen raus. Aber ich dachte, die fetzen uns ab. Guck, wie schnell wir noch sind. Viel zu schnell. Ja, eben. Mach mal Reverse an. Wie bremst man nochmal? Schubumkehr. Ja, geht das? Hab ich gemacht. Too fast, sagen die? Ja. Na, flapsen muss ich doch auch. Ja, flapsen. Flaps mal richtig rein. Landing Gear ist noch zu früh. Das reißt uns doch ab da unten. Ja. Trimmen. Nein, nicht trimmen. Platz hast du? Zieh nach unten den Bumm! Ja! Rein! Ja, wir werden immer schneller, man muss halt managen. Flaps mehr rein! Ich hab richtig losgeflapst hier. Ja, alle flapsen. Ah, nee, es hat doch nicht zu Ende geflapst, okay. Kannst du mehr Stufen flapsen? Machst du die Flapsis? Noch eine Flapsis? Oh, jetzt stürzt man gleich ab. Nein, das läuft! Hab Vertrauen!
Den Overspeed kriegen wir raus. Guck mal, jetzt ist blau geworden. Du musst dich aufpassen, dass du nicht zu langsam wirst, Kapitän. Nein, das passt. Keine Flapsen, Rüdiger. Oh, Rüdiger. Mach doch jetzt mal deine Rollen raus. Ist so knapp. Die bauen noch ein bisschen, bis die hier drauf sind. Jetzt guck mal, jetzt bin ich wieder zufrieden. Mach die Rollen raus, ah, okay, Jakob, na gut, Micha. Jetzt hält der Protokoll wieder auf seine Schnauze. Sehr gut, und jetzt ist doch perfekter Anflug. Hat das jemand schon perfekter gemacht? Jemand hier? Können wir ein bisschen schneller fahren, Kapitän? Ich habe irgendwie Angst, dass wir abfahren. Ja, so ein Ticken können sie, ne? Können wir. Nur so einen Mühe mal drauf geben. Ah, immer so ein Mühe. Ja, das schaffe ich. Ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Zur Not starten wir durch wieder, Kapitän. Also, Sie haben recht, langsam wird es dezent brenzlig, aber ich habe nochmal ein bisschen originale Turbo-Power gegeben. Guck mal, das ist Bremen, das ist das schöne Bremen. Kapitän, hier bin ich gerne in Bremen. Hier bin ich so gerne. Ja, jetzt sind wir wieder zu fast, ne? Jetzt, ah, Alter. Einfach gerne in Bremen hier, das würde ich sagen. Und wenn ich wirklich hier den Kaffee rieche, mein Kaffee da in Bremen, dann bin ich einfach gerne. Kannst du ihn da hinziehen noch kurz? Ja, ja. Geh doch. Es ist ein klassischer... Ein klassischer Knapper-Pilot. Jeder Pilot kennt das. Ladies and Gentlemen, der Kapitän hat während des Fluges gesoffen. Das ist eine ganz normale Landung beim Kapitän. Es gibt keine Probleme. Halten Sie sich einfach fest, vielleicht sind wir hier in Bremen. Das ist gar kein Thema. Hier ist Ihr Co-Pilot Michael. Wir haben zu früh getrimmt, Herr Kollege, vermute ich. Das war das Hauptproblem. Du bist zu schnell. Das kriegen wir hin, Gar kein Problem, Der Stall. Zieh nach hinten, Mann! Ja, mach zieh ich nach doch. Hinten! Wir sind so fucking zieh nach hinten! Zieh nach hinten! Ich hab's! Läuft! Flaps runter! Schub raus! Alles raus! Flaps raus! Ja! Ja, yes. Irgendeine Traumlandung! 121 Decibel 7, fine, fine for Cessna X-Ray, Gulf Sierra. Meine Damen und Herren, wir sind soeben in Bremen gelandet. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Late Nice Airlines gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Kapitän Walinski und der gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere finale Parkposition erreicht haben. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Bremen oder aber eine angenehme Weiterreise. Bitte vergessen Sie keine Gepäckstücke in den Ablagen über Ihnen oder in den Sitztaschen vor Ihnen. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Bremen. We hope you have enjoyed the flight with us today and you have a pleasant stay on board of our aircraft. In name of Captain Walinski and the entire crew, we would thank you for flying with us. We hope we can welcome you once again soon. Please stay fastened until the aircraft had come to a total stop. Thank you. Wish you a pleasant stay at Bremen or just in case a nice onward journey. Please don't forget any baggage in the overhead compartment over you or the side pockets in front of you. Bye bye, take care und auf Wiedersehen. Kapitän, das sieht doch wunderbar. Sieht doch ganz hervorragend. Ja, ich sehe noch Verbesserungspotenzial. Das heißt, dass du ein bisschen zu viel getrunken hast, so? Wie hast du denn da? Ja, da sind wir aber doch jetzt wieder schnell geworden, du. Kapitän! Was ist denn ich da? Ich habe gerade gesagt, dass wir angekommen sind. Nee, sie haben das schon richtig gemacht. Die sollen ja erst die Seatbelts leften, wenn wir angekommen sind. Ist das richtige Gate? Du musst doch da hin. An Tower wollen. Da musst du hin. Das ist doch die Start- und Landebahn. Ja, da musst du erstmal durchfahren. So, hier Vorsicht, ein Schild. Guck mal, da, wo es leuchtet. Da waren wir auch, glaube ich, das letzte Mal, als wir von Madeira gekommen sind. Da hatten wir auch eine wilde Truppe an Bord. Auch alle blau wie Hulle. Ah, das war hier, glaube ich. So. Was hast du? Weiß ich nicht, ich hab's zurückgezogen. Das ist nicht einfach das Gate, das ist kein Gate. Das ist doch kein Gate. Ach, das läuft. Wie bremst man? Ah, Gott sei Dank. Sind das solche Gebäude? Ah, nein! Ah. Kapitän, wir gehen einfach aus dem Flugzeug. Ja, wir gehen einfach raus jetzt. Wir sagen, das war nicht unseres. Wir gehen einfach raus. Wir kamen mit der 747 von da hinten. Wir gehen einfach aus dem Flugzeug raus. Ja, gar kein Problem. Ah, Kapitän. Ah. Machen wir hier Motor aus, alles hier. So, ah ja, sehr gut. Wir gehen noch.
Blood of Heroes schickt euch ins düstere Mittelalter des nordischen Königreichs. In unerbittlichen Gefechten kämpft ihr im PvP-Modus gegen andere KriegerInnen um den Titel des einzig wahren Helden. Dabei habt ihr die Wahl zwischen 6 unterschiedlichen Charakteren, die ihr entweder im 1 gegen 1 oder dem Gruppenmodus in die Kampfarena schickt. Findet dank der Skills eures Kriegers euren eigenen Spielstil und passt euren Helden genau darauf an. Ob ihr das Zeug zum Champion habt, könnt ihr ab dem 4. Mai in der Closed Beta testen. Meldet euch dazu einfach über den Link in der Videobeschreibung an. Blood of Heroes erscheint in Europa, in den Vereinigten Staaten und den CIS-Staaten auf dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und der Xbox Series X. Ah, wunderbar. Guck mal hier. Kriegen wir jetzt auch ein Feedback? Ja? Weiß ich nicht. Wie, wir haben 1:10? Nee. 016 hier, das ist eher richtig, glaube ich. Was heißt das? Weiß ich nicht. Der Leute, das ist hier der Flugprofi Walinski, der einfach. Ich liebe es jetzt schon. Ich hoffe, ihr habt auch Freude dabei. Und ich finde es richtig geil. Schön, dass wir heute Piloten hier am Start sind. Das Equipment ist geil. Das macht auch so eine Freude, Walle. Kurzes Zwischenfazit: dir zuzuschauen, wie du das bedienst, das ist so geil. Mit deinen ganzen Dingern und hier mit deinem Hoch. Das ist so geil. Ohne Scheiß. Hammergeil. Das ist wirklich ein sonderbar schönes Gefühl. Auch wenn ich nicht weiß, wie man gerade gesehen hat, wie ich sie korrekt bediene im richtigen Moment. Das lernt man natürlich mit der Zeit. Aber allein diese Dinger vor und zurück zu schieben. Ja, oder? Das ist herrlich. Eieieiei. Das ist herrlich. Ja, und auf diesem Flug gab es noch nicht mal Bordservice, weil er so kurz war. Ja. Da geht ja noch einiges. Die Frage ist, wir müssten jetzt eigentlich hier mit dem Chat mal herausfinden, wo sie so hinwollen. Weißt du? Ja, dann machen wir einen längeren Flug. Aber trotzdem, ihr solltet euch was aussuchen von bis, was so halt 1 Stunde ungefähr dauert, würde ich sagen. Ja. So ein Inlandsflug zum Beispiel. Ja. Oder eben nicht. Oder eben nicht, klar. Kannst auch. Wenn es 2 kleine Inseln sind, auch cool. Ich bin zum Beispiel mal, weil ich sehr viel auf den Kanaren Urlaub gemacht habe in meiner Freizeit, von Teneriffa nach Lanzarote geflogen. Also nur eine kanarische Insel weiter. Ja, ist auch geil. Mit so einer Cessna. Das war geil. Glaube ich. Weil der sieht ja auch schick aus. Wollen wir dann einfach gleich ein kleineres oder ein größeres Flugzeug nehmen? Ein größeres. Also mit kleinen, da sieht man, da haben wir gar keine Probleme. Also auch eine Herausforderung, würde ich sagen. Ab nach Madeira, London, Malle wird geschrieben, Emskirchen, Edinburgh, Swasiland. Ja, ich habe jetzt auch schon, genau, Hamburg, London, Berlin, Köln, beides sehr spannende Routen. Ich mal gucken, ob man einen gemeinsamen Nenner findet. Bislang noch ja, nicht. Ja, bisher noch kein klarer gemeinsamer Nenner. Bei McDonald's können wir kurz vorbeifliegen. Jiva ist für Irland. Okay. Schön, dass du da bist. Ist ja auch schön da, ne? Die haben jetzt ja im England World Update, haben sie diese Brücke, wo der Harry Potter Zug drüber fährt, dieses Aquädukt. Mhm. Das haben sie reingepatcht. Ja. Hammer, oder? Das ist richtig geil. Das musst du nur erstmal finden. Das ist halt irgendwo in der Walachei in Schottland. Ja, aber Glencoe ist schon ganz geil. Schon geil da. Übrigens, wo ich gerade Steffen hier drin habe, lieben Gruß nochmal an Steffen. Ja, lieben Gruß. Und übrigens auch, wir haben so schöne Outfits bekommen. Ja. Danke an Laura und an Miri, dass sie uns die schönen Sachen rausgepackt haben. Ja, ich finde hier keinen gemeinsamen Nenner. Lass uns nach Vegas fliegen, würde ich sagen. Von? Von L.A. L.A. Vegas machen wir jetzt. Aber ist nicht geiler, wo man sich auskennt? Ich kenne mich da aus. So Germany und so. Ich kann dir alles sagen da. Ja, du. Okay, wo kennst du dich aus, Walle? Na ja, so ein Heilbronn und Braunschweig. Ja, machen wir. Mach Heilbronn und Braunschweig. Mach doch. Nee, so. Ja, wo das Leben. Wo ist dir von bereitet? Ja, also ich glaube. Oder die Leute, also Vegas-Hype habe ich jetzt auch schon viel gelesen. Vielleicht ist das auch geil, weil die Landschaft da spannender ist. Hol gehört nach Vegas. Mach Vegas an jetzt. Komm, mach mal Vegas. Ich will mir hier auch. Ich habe noch kleine Fläschchen hinten drin. Die will ich auch mal starten. Oh, das kannst du natürlich auch nur in Vegas machen. Ja. Na klar. Continue, was auch immer das heißt. Ach so, fortsetzen. Darauf da wollten wir noch raus! Da wollten wir noch raus, Walinski! Krieg ich hin. Da wollten wir noch schnell raus. Da hätte ich mit rechnen können, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das ist ein verrückter Abend. Aber dann lass uns doch irgendwie auch nachts. Also, wir müssten eigentlich. Kann man das Wetter während des Fluges wechseln im Spiel? Ja. Ja? Ja. Ich möchte dann eigentlich bei Sonne aus L.A. starten und bei Dunkelheit in Vegas landen. Das wäre geil, genau. Das muss man. Aber auf der Mitte des Flugs, da machen wir den Autopiloten an und halten unseren Speed. Und dann unseren Speed. Und dann kleiner Sturm. ein Sturm unter Drogen, das kann doch nur gut gehen.
In 80 Tagen um die Welt. Ich hätte auch mit dir Bock, echt mal so lange Flüge hier zu machen. Und schon jetzt schon. Ja, ne, so ein richtiger 7-Stunden-Flug. Und man dann auch wirklich mal sagt, du, Crew, ich muss mal länger auf Toilette. Kannst du mal ganz kurz das Horn übernehmen? Ja, klar. Logisch, kein Problem. Okay, machen wir hier, zack, Word. Ich stelle mal alles ein. Verrückter Abend, sehr gut. Chat, ihr seid gut. Ihr seid gut drauf. New York, Las Vegas, Aufgabe dauert natürlich zu lang. Du kannst wirklich auch das oben eingeben, ne? Du musst sie nicht angeben, ich dass du das Ort das schult mich für Geo-Battle. Wenn ja, okay. Ich jetzt raffe, wo hier Dinge sind. Okay. Zoom mal ran. Ja gut, da hast du einen. Geh mal kurz so drauf, damit die Leute das verfolgen können. Ach so, weil er so schlau ist, natürlich. Weil ich tue mir jetzt schwer. Du hast schon gefunden. Warst du schon da? Bei Vegas, oder was? Beim Start bist du. Nee, ich will jetzt erstmal Vegas finden. Ja, okay. Aber dann denk mal logisch. Ja, ich würde sagen, hier irgendwo in der Mitte auf der Wüste. Ja, Wüste ist richtig, aber Mitte ist falsch. So. Guck mal, ich habe den Stundenflug vorgeschlagen, ja? Ja, der kann das ja nur so sein. Ist auch so. Ach so, nah ist es. Mhm. Phoenix, Sedona. Ist soweit. Albuquerque. Könnten wir auch schön zum Crystal Mess. Ja. Kennst du den persönlich, oder was? Ja, klar. Ist der nicht auch Heisenberg in Albuquerque? Ja, eben, den meine ich ja. Ja, genau. Ach, guck mal, jetzt sind hier noch viel mehr Locations dazugekommen. Ja, komm, ich gebe es jetzt ein. Moment, das ist doch in der Mojave-Wüste. Ja, das kenne ich doch aus Fallout. Ja, das muss doch hier irgendwo sein. Bakersfield. Nee. Die Leute sind jetzt bestimmt schon am Ausrasten. Nee, ich finde das, gut. Kompetenter Pilot. Moment. Aber ungebildeter Banause. Hier ist die Flugleitung. Hier der Kapitän, der hat noch kurzfristig was reingekriegt. Der wollte jetzt doch nach Vegas. Der sucht aber noch, ja? Meldet uns gleich zurück. Ja. Ich hab it. North Las Vegas hier. Und ja, aber nicht North. Du willst noch McCarran. Echt? Ja. Das ist der Geile? Das ist der Flughafen, ja. So, dann machen wir mal Arrival und Departure. Schön hier in Los Angeles, California. Baby. Baby muss man immer dahinter sagen. Und das Ja. L.A. Baby. Sag das Ja dazu. L.A. Baby 2021. Auf Deutsch aber das Ja. Also, L.A. Baby 2021. Okay, aber das ist unser Malle-Walle, wie wir ihn lieben. Ja, oder machen die da nicht Spring Break? Ja, überall, klar. Überall macht man das? Nee. Warum hab ich noch nie einen gesehen? Mach mal in Miami, Alter. Jetzt mach weiter. Jetzt hab ich plötzlich noch... Achso, das macht man nur in Miami. Ja, guck mal, ich kenne mich doch da nicht aus. So, Departure, jetzt haben wir's. Du aber große Karre noch auswählen, ne? Und Wetter und so, alles noch bestimmt. Ja, ganz ruhig jetzt hier. Ich ja, Kapitän. Ich bin fast auf Fly gegangen. Ich bin so Fly heute. Das ist ein altes Ding, genau. Mach mal hier... Oh, du hast hier aber auch das Ultra-Package der Ultra-Packages. Dankeschön, Aerosoft. An dieser Stelle nochmal. Das ist auch hier. Ist aber wirklich geil. Muss ich immer mal sagen, ihr wisst, ich bin immer so ein Typ, der so unkomplizierte Dinge liebt. Einfach mal einen Anruf und das nett erklärt und die Menschen nett antworten und sagen, ja, machen wir möglich. Das finde ich einfach toll. Ja. Das muss ich auch nochmal Danken sagen an dieser Stelle. Ja, ohne Witz. Weil das ist nicht andersrum, dass hier auf uns zugekommen sind oder so. Wir wollten gerne so ein Ding und die haben sofort gesagt, ja geil, mach das. Und das ist genauso, Walle, wie wenn man als kleiner Junge in der Bäckerei arbeitet und dann sonntags hast du keine Sahne mehr für die Torten. Dann wirst du als kleiner Junge zu einer befreundeten Bäckerei geschickt und fragst halt, habt ihr noch ein bisschen Sahne, so 5 Liter? Dann muss man verkalkulieren und sagen, ja natürlich, da hilft man sich. Machen die einfach. Aber auch nur im Dorf, ne? Nur im Dorf. Wenn du jetzt hier in der Bäckerkette Bäckerkette gegenüber gehst, dann sagen die, stirb du kleiner dreckiger Junge. So nämlich. Ja. Ihr seid die Konkurrenz. So. Okay, hier so ein, der Oschi ist mir zu groß, muss ich sagen. 7478 finde ich zu krass. Ich würde eher eine 787-10, einen Dreamliner nehmen. Nimm den Dreamliner. Einen Dreamliner, oder? Ja. So, kann man hier noch irgendwie, können wir hier noch Unterboden beleuchten? Also wir haben fast 4000 Passagiere, Walle, das darfst du nicht vergessen, ne? Nein. Die wollen mit. Ja, da bräuchten wir eigentlich schon den dicken Oschi, aber ihr könnt euch da reinquetschen. Weil ich muss sagen, wir fahren nach Riga, ich muss einmal ganz kurz hier... Oh, schön. Bisschen mehr entspannen, ey. Ich mag ja den Geruch, ne? So. Oh, ich fühle mich wieder wie in einem Club. Mann, ist das lang her. Also, wir fahren nach Vegas, ne? Im Krogi-Club. Scheiße, wir fahren nach Vegas. Wir fahren dann nach Vegas, ey. Warte, wir fahren nach Vegas. Leute, ich freue mich wirklich wie so ein kleines Kind. Wollt ihr im Sonnenaufgang oder Untergang starten?
Wow. Ist mir scheißegal, Alter. Hauptsache, wir fliegen jetzt. Okay. Was geht ab? Alles klar, alles klar. Kriegen wir hin. Okay, cool. Also ich muss einmal ganz kurz auf die Karte, weil ich will sehen. Ah ja, jetzt passt. Es wird schön, es wird beautiful. Hast du jetzt einen dicken Flieger genommen? Ja. So. Läuft. Starten wir im Sonnenaufgang oder Untergang? Aufgang. Weil du sollst quasi der Sonne entgegen. Du sollst das auch mal fühlen, wie das ist, wenn man so nach Vegas fliegt. Ach, da kann man sogar. Warte mal, ich habe zu viel Krempel schon an. Ich krieg das nicht auf, weil ich muss es um meinen Krempel drumherum. Ah! Da sieht man ja sogar was durch. Das ist ja der Wahnsinn. Kannst du mal da reingucken? Da vorne. Bisschen höher. Bisschen höher. Du musst ein bisschen höher. Ja, das ist ganz geil. Das Thumbnail ist das ganz gut. Mach nochmal. Guck nochmal rein. Mach das Thumbnail. Mach mal ein Foto. Guck mal da richtig reingucken jetzt. Ist gut so. Ich habe einen Thumbnail-Blick aufgesetzt. Ja, der war fantastisch, Walle. Das war der beste. Nicht absetzen. Wow, was? Nicht absetzen, Walle. Ja, da muss ich das ein bisschen krasser machen hier. Moment. Muss nämlich erstmal das so rum, kurz ans Horn hängen. Gar kein Problem, Leute. Jetzt das Ding an. Ja, jetzt sitzt nämlich auch fantastisch. Helm passt. Jetzt nochmal Kopfhörer drüber. So, jetzt habe ich das volle Package. Ey, damit, ohne Scheiß, mit diesem Outfit von uns beiden, ja? Da könnten wir in Hamburg ohne Scheiß so Touri-Führung machen. Ja. Ohne Witz. Da wären wir einfach so richtig geil. Oh. Die Leute, die Piloten sind da. Ja, viele haben gedacht, es kommen die Stripper, aber es sind wirklich die Piloten. Das ist richtig. Aber komm, noch für so einen Zehner, da ziehe ich auch was aus hier. Zuerst meine Brille, weiterer Zehner, dann die Mütze. Okay, jetzt aber. Boah, da sieht man ja schon wenig, du. So. Jetzt haben wir hier voll am Start. Alles ausgewählt, wir können quasi reinladen. Das dauert ja auch nochmal ein Momentchen. Das hätte ich im Idealfall schon mal durchgestartet, aber so passt das jetzt. Alle, kannst du mal nach rechts gucken? Das ist geil, ja. Okay, danke schön. Okay, danke. So, hast du alles drin? Ich habe alles im Start, ja. Okay, cool. Versuch durch diese Brille den Chat zu lesen. Es gestaltet sich halt schwieriger als gedacht. Achtung! Und jetzt? Pilot Trans, nee. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord dieser Flugnacht. Bitte nehmen Sie nun Ihren Sitzplatz ein. Wir möchten Sie gleich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Bei der Sitzplatzsuche wird Ihnen die Crew gerne behilflich sein. Ladies and gentlemen, we welcome you on board on our way to... Please take your seat now. In a few minutes, we want us to show you the safety features of this aircraft. The crew would like to help you by searching your seat. Ich finde, die Ansage war deine beste, weil man versteht die Piloten ja auch immer gar nicht. Die reden viel zu schnell, die reden super nasal, dann noch dieser merkwürdige Soundeffekt und dann verraffen die Nummern, glaube ich, nochmal selber. Und dann mixen die wild so Zahlen. 328 und nochmal der Deutsche dazwischen, 7. So, hier. Oh, der ist schon ein bisschen zu hell. Ich dachte mehr Sonnenrosa und so, aber sehen wir jetzt. Achtung, ja. Kapitän, Achtung. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Walle und der Besatzung möchten Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen, richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Ladies and gentlemen, in the name of Kapitän Walle and the entire crew, we would like to welcome you once again on board. We would like to show you now the safety features of this aircraft. Please pay attention at the flight attendants. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Sitzgurt richtig öffnen und schließen können. First of all, we would like to show you how to fasten and unfasten your seatbelts correctly. Im Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke.
In diesem Fall ziehen Sie bitte eine der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach assistieren Sie bitte mit reisenden Kindern. If there is a loss of cabin pressure, oxygen mask will automatically drop off the cabin ceiling. If this happens, pull one of the masks toward you and press the opening firmly over your mouth and nose. Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, haken Sie die Gurte wie vorgeführt ein. Ziehen Sie dann die Gurte straff, unmittelbar nach Verlassen des Flugzeuges ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Eine Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche aus der Batterie herausziehen. Under your seat you will find a life vest. To wear, tear open the plastic package, remove the life vest and slip it over your head. Wrap the straps around your waist, snap the two ends together and tighten. Inflate the vest by pulling down one of the red tabs. You can also manually inflate the vest by blowing into the red tubes. It is important that you don't inflate your vest while inside the aircraft. Your seat cushion also serves as floating device. Simply place your arms through the straps and hug the cushion to your chest. Meine Damen und Herren, Sie finden eine Sicherheitskarte mit allen Sicherheitsanweisungen in der Sitztasche vor Ihnen. Bitte prägen Sie sich ganz genau die Lage der Notausgänge ein, die alle mit dem Wort Exit oder Ausgang gekennzeichnet sind. Ladies and gentlemen, you will find an information card explaining all safety instructions in the seat pockets in front of you. Please remember the emergency exits are marked as the word Exit or Ausgang. Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone an Bord unserer Flugzeuge generell nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie spätestens jetzt Ihr Mobiltelefon vollständig aus. Sie können Ihr Mobiltelefon nach Verlassen unseres Flugzeuges gerne wieder benutzen. Schalten Sie bitte nun auch all Ihre anderen elektronischen Geräte aus. Sie können Ihr eigenes elektronisches Gerät nach dem Start wieder... Start... Der Satz ist völlig kacke, Leute! Ladies and gentlemen, please notice the use of mobile telephones in general not permitted on board of your aircraft. Please switch off your mobile telephone. Please also notice the switch off the rest of your electronic equipment. You can use your own electronic equipment after takeoff and the fast seatbelt signs have been switched off. Thank you. Meine Damen und Herren, auf allen unseren Flügen herrscht Rauchverbot. Bitte lassen Sie auch das Rauchen in den Waschräumen. Ladies and gentlemen, please notice all of your flights are non-smoker flights. Please desist also the smoking in the laboratories. Bitte benutzen Sie zum Start. Bitte bringen Sie zum Start Ihren Sitz in aufrechte Position und klappen Sie alle Tische vor Ihnen hoch. Please bring your seat in upright position and banana tray tables in front of you. Bitte beachten Sie... Bitte achten Sie darauf, alle schweren Handgepäckstücke unter Ihren Vordersitzen. Bitte achten Sie darauf, alle schweren Handgepäckstücke unter Ihren Vordersitzen und nicht in der Umweltcompartments über Ihnen zu verstauen, da diese während Start und Landung verrutschen können und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Please notice that the heavy baggage under your front seats not in the Umweltcompartments arranged for cool flight. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug nach. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne unseren Flugbeamten wenden. Mein Name ist Michael und ich bin heute Ihr Flugwagen-Pusher. Ladies and gentlemen, we thank you for your attention and wish you a pleasant flight. If there are further questions, please feel free to ask our flight attendants. My name is Michael. I wish you a flight. Thank you. Thank you. Das war ein Beginn zu liebe Fahrgäste, die Passenger, we have some accidentally shot at the Kapitän. He was a little bit drunken man. Because coming with David Hansen, he was a little bit out of sync because he's wearing a sunglasses. It looks like if he's one of the members of Daft Punk, but not the original band. The band you can get from Wish. From the Wish. Liebe Fahrgäste, ich will Sie nur beruhigen, das ist lediglich eine Brille, die wir beim Steuern nehmen. Ich bin mal für die Zurechnung, das werde ich abchecken. Ja, ich glaube, die Leute wollen los jetzt. Ich glaube auch. Kann jetzt losgehen, glaube ich. Ungeduldig sind die aber auch immer die Platz. Aber da hast du auch eben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Kapitän, ja. Da hast du da auch die Leute ein bisschen gefoppt, ne? Erst einen Rückwärtsgang, ja. So einen Rückwärtsgag reingebaut und dann... Sagen wir mal so, also ich wollte die Maschinen testen. Und dann hat das Flugzeug einfach gemacht, was es will. Ich hab's auch nicht verstanden. So, gut, aber jetzt... Ach, jetzt alles unter Kontrolle, Kapitän? Ja, alles unter Kontrolle. Jetzt haben wir es hier gar kein Problem. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir die Parkbrake mal raus. Zack. Die Passagiere haben richtig Bock, Walle. Die Passagiere lieben. Die wollen alle nach Vegas von L.A. Die lieben uns. Aber guck noch ein bisschen in L.A. mal, wie das da ausschaut. Guck mal ganz cool. Wollen wir mal kurz rausgucken noch? Ja, machen wir jetzt beim Start. Ich bin konzentriert auf mein Flugerlebnis hier. Ja, gut. Gut. Da muss man auch, Urlaub ist später, jetzt ist erstmal Job. Mach Flap auf Max, du.
Wir sollen schön am Boden kleben, dass wir ganz lange unten kleben und dann schön nach oben durchziehen. Was heißt denn auf Max? Na, ganz oben. Nach ganz unten, ey. Na, ganz unten. Achso, Landefläche. Richtig am Boden. Weißt du, so macht man das? Keine Ahnung. Du, ich glaube nicht. Und dann machst du hoch, wenn es gleich hochgeht. Drück das jetzt mal voll nach vorne, dass es schön am Boden klebt. Das Flugzeug. Ja, so mache ich das bei. Wo mache ich das immer noch? Wie? Weiß ich gar nicht. In irgendeinem anderen Spiel drücke ich auch mal so nach unten. Wir sind blöder. Ich glaube, schnell genug, Kapitän. So, du musst jetzt langsam mal hinziehen. Ja, aber ich hab's. Guck mal, Traumstart. Aber hier ist irgendwas am... Hoffentlich beruhigt sich das gleich, Walle. Was denn? Das leckt ja wie sonst was. Ja, das beruhigt sich. Der muss erst mal LA runterladen. Das kann sein, ja, stimmt. Guck mal, da hinten ist ja auch gar keine Welt mehr. Können wir rausgucken. Nö, das ist Meer, würde ich sagen. Das ist noch besser, das leckt gerade nicht so. Das ist gut. Fahrwerk ein. Ganz toll, Kapitän. Aber wir müssen direkt so eine Schraube drehen, damit wir wieder inlands fliegen. Oh, jemand ist nervös. Kannst du dich mal bitte beruhigen? Nein, nein, wir sind gerade im Start. Ich kann jetzt nicht mit den Leuten reden. Ach stimmt, es geht nicht. Es gibt jetzt noch keinen Service. Wir sind auf Flughöhe gekommen. Es sind 10.000. Ja. Und dann kann ich mich kümmern, Kapitän. Ich sag mal, runter kommt jedes Flugzeug, Kapitän. Das sowieso, haben wir eben gesehen. Oh, Druck auf den Ohren. Hab ich auch so. Da kann ich mich auch nie dran gewöhnen. Müssen wir einlenken. Müssen wir einlenken. Oh, das ist ein smoothes Gefühl. Mit so einem Horn. Jetzt kann ich verstehen, warum die da alle so ein Horn haben und nicht auch. Das ist der Wahnsinn. Zieht euch diesen Sonnenaufgang rein. So, über LA? Soll ich da direkt losstarten? Ja. Oder fliegen wir tief, um LA zu sehen? Ja, guck dir noch ein bisschen LA an, oder? Also ein bisschen tiefer wieder. Guck dir das an. Direkt Flaps wieder rein. Ja, mach ich. Oh, ich bin ein bisschen zu sehr geehrte Passagiere, der Kapitän möchte noch gerne eine Sightseeing-Tour machen. Der Kapitän. Deswegen geht's einfach noch ein bisschen runter. Gucken wir uns noch mal kurz LA an. Wir waren nur kurz da. Zum ersten Mal ist der Kapitän LA. Und deswegen haben wir noch kurz die Flaps reingedrückt. Das heißt, wir testen uns jetzt nochmal ganz kurz unten. Fühlt sich komisch an, nur noch sehr langsam. Aber das geht gleich wieder. Also auch wenn wir uns richtig einen rein. Kurzer Parabelflug. Das lieben die Leute, das ist wie im Weltraum, ist mit Schwerelosigkeit und so. Das lieben die wirklich. Ich bin schon zu hoch, ich komm nicht mehr runter. Doch, komm runter, drück die Flaps rein jetzt. Drück jetzt die Flaps rein. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Drück jetzt die Flaps rein. Ich flapse richtig ab. Mehr Flaps. Das ist maximal geflapst. Ah ne, da jetzt ist maximal geflapst. Wir haben eine Geschwindigkeit von 270 Knoten. Die Geschwindigkeit verringert sich, dann werden wir auf jeden Fall runterkommen. Ja. Da ist LA City vor uns. Ja, Downtown. Downtown. Und wer schon mal GTA 5 gespielt hat, das ist ja die echte LA-Größe hier. Das hier ist... Das ist viel größer in echt. Ja, das stimmt. Also wesentlich. Ja. Downtown ist so weit weg vom Venice Beach, das ist unglaublich. Kapitän, sagen Sie das zu den Passagieren? Ja... Nach rechts. Unglaublich ist das. Nein, ja, also... Aber das Conventional Center hier, wo die E3 immer ist und so... Convention Center meine ich natürlich, nicht das konventionale Zentrum. Herr Kapitän, können wir ein bisschen schneller fliegen vielleicht? Ja, gar kein Problem. Wenn die dann nicht mehr ganz so mulmig ist, machen wir das für Sie natürlich. Können wir ein bisschen hochziehen, Kapitän? Bisschen abflapsen, ja, ich flaps für Sie. Landing Gear ist raus, Kapitän, warum? Nein, der will nur... Zieh nach oben, Kapitän! Ja, jetzt beruhigen Sie sich! Stressen Sie mich doch nicht in einer Notsituation! Was ist denn mit Ihnen? Was haben Sie denn? Scheiße! Komm, Wolken rein!
Ja, also jetzt machen Sie Ihre Zigarre noch mal was leiser. Ladies, meine Passagiere, wir haben hier alles nach Plan. Wir haben hier... Ja, das ist eine wunderbare Linken sehen Sie. Der Tower. Downtown. LA Downtown. Das wollte der Kapitän die ganze Zeit erreichen. So, denn? Einmal geschafft. Und da sehen Sie auch das Stadion von LA. Da hinten beim Staples Center. Eine Einzelleistung vom Kapitän mal wieder, was er mir möglich gemacht für diesen Flug. Nicht nur, dass Sie später Vegas erleben werden, auch jetzt haben Sie LA Downtown aus allen möglichen Perspektiven erleben können. Und der Kapitän möchte auch noch was sagen. Nee, beziehungsweise Sie in dem Passagierraum. Ich bin hochkonzentriert. Wir wollen jetzt ja dann doch wieder über die Wolken. Es war eine knappe Kiste, aber ich hoffe, es war... Ja, ja, Kapitän, ich persoviere, das war der Kapitän, alles klar. Einen Moment, ich wollte noch was sagen. Ja, ja. Da erzählen die, ihren Großmüttern noch von, was das für eine aufregende Sache war. Damals in L.A., als wir fast gestorben sind, aber es am Ende doch geil war. Das war's mir aber wert. Das war's mir wert, ja. Ich weiß, den obersten Knopf drauf, ey. Aber hast du gesehen, Kapitän, die Leute aus dem Tower, die haben uns zugewunken. Ja, die erzählen uns doch die ganze Zeit wieder ein vom Pferd. Ich finde die Kollegen ja immer recht langweilig. Die hauen immer nur Zahlen raus und man versteht auch immer nicht, was die von einem wollen. Hast du eigentlich deinen dein Pilotenschein gemacht, sag mal? Ach so, den braucht man, oder was? Nee, den habe ich tatsächlich bei LA gemacht. Da ist nämlich... Nicht so die rechtliche, also Rechte sind da nicht so wichtig, da ist ja viel Wüste, das kann keiner kontrollieren und ich wollte halt auch Aliens sehen, das war mein Antrieb. Ich bin da gestartet und dachte, vielleicht sehe ich dann mal in die Area rein, weißt du, in die 51. Na klar, klar. Kapitän, sind wir schon auf Flughöhe? Ja, wir sind jetzt über 10.000, ob das Fuß oder Meter sind, das kann ich nicht sagen. Dann knall doch mein Autopilot rein, du. Ja, das machen wir mal. Dann mache ich jetzt eine Ansage eben an das Pilot. Ja, würde ich auch sagen, das ist wichtig. Meine Damen und Herren, wir haben soeben unsere Reisehöhe erreicht und der Kapitän hat soeben die Anschnallzeichen ausgestellt. Mach eben das Geräusche. Sie können sich nun frei im Flugzeug bewegen, wie immer empfehlen wir Ihnen aber, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Sie können nur noch Ihre eigenen elektronischen Geräte benutzen, wir werden bald mit dem Bordservice beginnen. Ladies and gentlemen, we are finally reached our cruising altitude. The captain has just switched off the fastest seatbelt sign. Was haben wir mal? Bitte was? Willst du mal das Geräusch machen? Normal, damit das wieder aus ist. You're allowed to move freely through the aircraft, but it's always important that you keep your seatbelts fastened for the entire flight. You can also use now your own electronic equipment. We will start our board service soon. Ich greif mal alles vor dann, ne? Greif mal eben alles vor dann. Ja, wunderbar, wunderbar. So. Ich kümmere mich um den Autopilot. Und ich muss mal wieder was sehen dafür. Ei, ei, ei. So. Welchen Knopf muss ich drücken, um eine Durchsage zu machen? Ah, das ist der hier, ne? Der hier hinten. Den musst du drücken. Ah, ist klar, danke, danke. Okay. Wo Passagiere steht. Ja, verstehe. Was haben wir denn heute? Du, was haben wir heute für einen Snacktag? Was haben wir heute? Ach du, so ein Piccolo beim Flug? Piccolo, haben wir Piccolo? Guck mal. Guck mal, was wir so haben. Hier, irgendwer hier. Ich hab die Mikrowelle gar nicht ausgemacht vom letzten Mal. Die ist richtig dreckig. Du. Ach du meine Güte. Die ist richtig dreckig. Weißt du, wo wir immer Dinge drin machen? Ja, ja, ja. Das Normalett wäre jetzt schön, aber kannst du nicht mehr machen. Ist zu dreckig, oder was? Richtig ekelhaft, ey. Aber für die Gäste reicht's. Na gut. Für die reicht das alles. Die Gäste reicht eigentlich. Dann mach ich mal hier. Ich hol uns mal so ein paar Becher. Und dann mach ich da mal fertig. Hab ich hier noch? Nee, alles. Gut, nehmen wir das hier mal. Ja, so hin. So. Und machen wir Duty Free auch, ja, ne? Machen wir chillen. Ja, ja, sind wir jetzt ja quasi zwar noch im Land, aber das muss ja der Staat nicht wissen, ne? Wir machen heute Duty Free auch. Ja. Einfach mal. Gut.
Da muss man noch mal gönnen. Einfach mal einen spontanen Duty Free. Einfach mal Duty Free gönnen. Okay. Ich meine, in der Luft ist jetzt zwar kein internationales Gewässer oder kein internationaler Luftraum, aber das mit den Steuern, das erfasst doch hier oben niemand. Kannst du mir noch nicht erzählen. Aber jetzt Duty Free, sagst du, ne? So hat das denn jetzt geklappt mit dem Autopilot? Wie kann ich das nachvollziehen? Ja, fährt er denn alleine jetzt oder nicht? Also Geschwindigkeit würde der auch allein managen, oder was? Nee, oder? Der hält nur so die Flughöhe und so ein Kram, glaube ich. Nee, der macht das allein, Autopilot. Alles alleine. Autopilot. Ich glaube, da fehlt nur ein Knopf. Ich krieg das hin. Ein Autopilot. Ja. Ich krieg das hin. Allein. Um Kopf. Autopilot. So, was brauchen wir noch hier? Hier ein bisschen hier. Was? Ein bisschen. Liebe Passagiere, kurze Frage. Erzählen Sie das nicht meinem Co-Piloten, aber ist zufällig ein weiterer Pilot an Bord und könnte mir kurz aushelfen mit ein paar Knöpfchen, die ich vergessen habe? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ach, da bist du ja wieder. Ich bin nicht mehr. Bin nicht mehr der Kapitän, Co-Pilot. Ach so. Ich muss mich ja, aber ich wir haben ja sehr wenig Personal an Bord. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Ich erkenne ja wohl meinen Co-Piloten. Und, also. Ne, da wollte ich auch da nicht auffallen. Deswegen, also was ja, haben wir? Verständlich. Wir haben heute. In der Mitte. Was haben wir denn hier? Ladies and Gentlemen, wir haben Standards im Bordservice. Scheiße, wo ist denn das Tomatenmark? Das ganze Tomatenmark dahin. Nee, doch noch nicht. Bordservice dauert noch einen Moment. Oh, unsere Flügel sind aber am Wackeln, du. Ja, ich hol noch mal. Wir haben ja keinen Tomatensaft dabei. Tomatenmark. Tomatenmark. Ja, sehr gute Idee. Das werden die niemals merken. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir verlieren an Höhe. So ein Mist aber auch. Ein bisschen Power geben. Ich dachte, das regelt alles der Autopilot. Was ist denn mit den modernen Computern? Warum machen die das hier nicht? Und was ist das die ganze Zeit schon wieder für ein Burgerpiepen? Kannst du mal den Hamburger rausnehmen, bitte? Ja, ich komme. Der ist fertig. Komme. Der piept schon jetzt seit einer Viertelstunde, du. Komme. Problem, du. So, was haben wir denn für eine Höhe? Nee, 11.000 ist doch alles gut. Nee, das sieht nur so aus. Also für alle beunruhigten Zuschauer. Das sieht nur so aus. Wie Passagiere meinst du? Ich krieg einen Audi-Pilot nicht an, den brauche ich aber auch gar nicht, weil das läuft. Zeig doch mal, der muss doch an sein. Wie gebuddert läuft das? Guck doch mal. Hast du schon mal so einen smoothen Flug gesehen? Nee, das ist echt smooth. Ja, dann können wir jetzt das Service machen. Was willst du denn? Dann willst du einen Tomatensaft haben? Ja, so einen Tomatensaft. Also, ach ja, ja gut, ich muss wohl. Bisschen Tomatensaft, hättest du Wasser nehmen können, auch bisschen Tomatensaft. Ja, da kann ich jetzt ja auch mal meine Anekdote erzählen. Ich als kleiner Bub hab tatsächlich von meinem ersten Flug bis zu meinem letzten immer den 100%igen Eimann gemacht. Also ich habe immer den Tomatensaft bestellt, nie ohne. Und immer, auch mit Salz und Pfeffer. So richtig schön, ne? Und ich glaube, es funktioniert ja auch über die Höhe. Ich hab mir eingebildet, dass das Ding dort oben einfach hingeschmeckt. Ist ja auch so, man ist ja auch im Himmel, passt ja. Wolltest du noch was fragen gerade? Musst du vielleicht nochmal. Bisschen schütteln. Schütteln. So, und dann. Dann war ich auch am Anfang noch so einer, bis ich von irgendeinem Comedian im Stand-Up-Programm mal gehört habe, das soll uncool sein. Da habe ich immer noch geklatscht bei der Landung. Hast du schon mal. Unironisch, for real, geklatscht bei der Landung? Ja. Ja, oder? Das macht man so in Deutschland. Mit so einer Ekelshand auch noch. Oh, das riecht aber wie Tomaten. Ja, sag ich ja. Hast du Pfeffer haben wir nicht, ne? Zeig mal rein. Ja. Aber Vorsicht, nichts verkippen hier. Ganz vorsichtig zeigen. Tomatensaft. Lecker, du. Schönen Mahnsaft für dich. Erinnert mich hier direkt an.
Wie heißt denn nochmal das mit dem Schnaps und dem Roten? Mexikaner. Mexikaner? Ja. So, willst du mich eine Ansage machen? Ja. Liebe Passagiere, der Kapitän trinkt jetzt genüsslich ein Tomatensaft und wir werden dafür auf Mexikaner. Wir werden dafür extra auf die Cockpit-Kamera wechseln, damit Sie sehen, wie er genüsslich einen leckeren Tomatensaft trinkt. Der Kapitän macht das vor, vielleicht haben Sie auch Lust. Ja, das ist der Kapitän, wie wir ihn kennen, ein Lebemann. Der Kapitän ist ein Lebemann. Weiter geht's mit allerhand Kram. Wir haben heute verschiedene Snacks. Wir haben zum Beispiel hier aus... Irgendwoher, wir haben hier die Munchmallows. Dann haben wir noch... Für die Leute, die ein bisschen entspannter haben wollen, und kleinen Durstlöcher. Oh, Durstlöcher. Kleinen Durstlöcher haben wir dabei. Dann haben wir... Dorina haben wir. Dann haben wir heute was ganz Feines im Angebot. Und ein Piccolini. Ah, oh, Piccolo. Dann noch klein, was haben wir hier noch? So eine Samoti. Ich sag mal Milk Chocolate with Feeling. Ja. Ist ja hier auch Ausland, ne? Da muss man auch mal was anderes wagen. Dann hier so einen kleinen Multivitaminsaft. Und das ist schön, ja. Das könnten wir den Leuten auch als Tomatensaft einfach andrehen. Ist ja auch gut. Ja, ein kleines bisschen, das ist wichtig. Kleines bisschen Duty Free haben wir noch. Ja, ja. Kleines bisschen Duty Free. Ja, verschiedene Parfums natürlich. Duty Free und Schuss, sag ich. Verschiedene Parfums. Oh, der Hugo Boss, der darf beim Flug nicht fehlen. Verschiedene Parfums. Oh, Vegas! Vegas, ey! Geil! So, und dann habe ich noch, das trinkt der Kapitän auch gerne. Ja, Kapitän ist ein sehr männlicher, wissen Sie, das ist ein sehr männlicher Mann. Das Getränk vom Kapitän ist natürlich Cocktail. Der trinkt natürlich gerne Cocktail. Und jetzt würde ich gerne Ihre Bestellung aufnehmen. Ich guck da mal hier rein und dann gehe ich gleich rum, ne? Ja, machen wir so eine Bar, dann machen wir das. Gut. So, jetzt muss ich mich kurz wieder auf meinen Job konzentrieren. Ja bitte, was wollen Sie? Los Angeles Center schon wieder. Sie haben jetzt die ganze Zeit was gesagt. Wir sind hier ganz gemütlich in der Luft. Was haben Sie denn jetzt noch? Läuft doch alles. Die Luzi läuft. Wir rollen quasi über die Wolken. Ja, was wollen die Leute hier? Wasser, die wollen einfach nur Wasser trinken. Komm weg damit, die wollen nur Wasser trinken. Die wollen alle nur, was ist denn jetzt los? Da haben wir alles mitgebracht, da wollen die nur ein Wasser. Ihr könntet Wasser mit Tomatenmark haben. Und den dient's einfach ohne. Was ist denn los? Komm, dann trink mal deinen Saft da aus. Oder willst du einen kleinen, willst du ein bisschen eine kleine Mische reinhaben? Nee, Tomatensaft auch noch mit Schuss. Dann lieber Schuss mit Hugo Boss. Okay, okay. Dann, pass auf, kriegst du noch so einen kleinen? Ich glaube, da hätte mehr Tomatenmark reingemusst, okay. Aber das kann man ja noch pimpen und korrigieren. Kriegst du noch hier einen, fliege noch ein bisschen, ne? Kriegst du noch hier so einen Munchmallow? Nee, den will ich tatsächlich als einziges nicht. Ich nehme alles, aber das nicht. Ja, dann habe ich dir das noch vorbereitet. Kannst du da gucken? Da guck mal da. Da habe ich dir das noch vorbereitet. Oh, das will ich aber nicht. Okay, cool. Dann packe ich das wieder weg, Kapitän. Du bist ja der Kapitän. Ja, dann nimm noch mal so ein. Jetzt so ein Cocktail. Oh, der ist ja schön kalt noch. Den trinkst du ja gerne. Ja, wirklich. Finest Herbal Extracts. Geil. Richtig jetzt. So Zucker ist auch wichtig beim Flug. Vor allem irgendwann geht ja auch der Blutzucker wieder runter. Der Kapitän, es piept schon wieder, beschweren sich die Passagiere. Die parasitären Passagiere, die, ja, das ist wieder der Hamburger. Der wird da einfach nicht rausgeholt aus der Fritteuse. Oder ist ja auch vorbei, ne? Nee. Riech mal. Riech mal. Oh, ja, geil. Ach so, ich glaube, es liegt an den Knots, Leute. Zu viel Knoten am Schlüssel. Ja, guck mal hier, wir sind einfach ein bisschen zu schnell. Ich hab's eilig. Ich will halt einfach jetzt mein Geld da in den Automaten ballern. Gehen wir mal ein bisschen runter, drosseln wir mal. Machen wir einen ganz ruhigen hier. Ah. Kapitän? Auf Sie auch. Auf euch alle. Auf Chat. Alle. Ein Cocktail in Ehren kann niemand verwehren. So nehme ich.
Das ist aber wirklich süß. Hahaha, yes! Ja. Yes! Endlich ist der Cheeseburger fertig. Fliegen wir noch? Ja, nee, ich hab gerade die Stewards und Stewardessen da hinten, die haben einfach nicht ihren Job gemacht. Nee, glaube ich. Immer den Service zu Ende, ne? Die sitzen ja auch einfach neben mir. Jetzt holen sie mal meinen Co-Pilot zurück. Ich hol mal den Co-Pilot. Machen sie mal ihren Job jetzt endlich. Ja, das mit dem Burger, das war ja auch. Puh. So, aber jetzt ist Ruhe. Seht euch das an. Ich glaube, eben zu Ende jetzt auch. Hier über den Wolken und unter den Wolken. Beide Experiences gleich. So, und jetzt switchen wir zum Nachtflug. Keine Sorge, Leute, das war ja eigentlich angedacht. Oh, das ist aber dunkel. Kurz vor 12, ein paar Sterne, finde ich schön. Jetzt gucken wir nochmal raus. Passt das auch mit unseren Fluglichtern? Ne, die sind jetzt natürlich aus, oder? Ne, die blinken. Sieht astrein aus, finde ich. Flug bei Sturm, ihr habt recht. Sehr schön. So. Da wird der Co-Pilot gleich überrascht sein, wenn der wieder kommt, du. Walinski, alte Zange. Moin, Alter. Da sind wir ja wieder. Wir waren aber lang auf der Bordkabine. Ich musste einmal kurz gucken, was im Passagierraum so voll los ist. Da war einfach ein heilloses Durcheinander. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Wo ist denn hier? Wo ist denn Walinski? Was denn? Wo ist denn Ihre Brille da? Oh, die muss ich kurz abnehmen, weil sehen Sie mal, wir haben Walinski. Wollen Sie die mal ganz kurz? Ganz kurz nehme ich die wohl, Walinski. Damit sehen Sie ein paar mehr Werte, so, da können Sie mir ein bisschen updaten. Weil wir sind jetzt in den Sturm geraten. Sturm geraten? Aber ich hab das Gerät, die Gerätschaft habe ich noch feinst unter Kontrolle. Das ist echt sehr windig, ja, neblig hier. Windig auch. Und neblig, da sieht man nichts zu. Eieieiei. Kann man nichts auch sehen mit der Brille. Bin auch gar nicht da. Aber wenn wir in Vegas sind, muss ich die wieder aufsetzen, Walinski. Ja. Kann man einmal rausgucken? Ich will mal kurz gucken, wie das rauskommt. Ja, ich musste kurz unseren Speed checken, damit wir kein Burger-Problem bekommen. So. Das ist doch nicht Vegas, Kapitän. Das ist doch nicht Vegas. Was ist denn noch bis nach Vegas? 115 Nanometer. Das schaffen wir noch niemals, Kapitän. Na doch. Kapitän Walinski. Wie lange ist das denn noch so am Wolken machen? Ja, bis ich sag, jetzt reicht's mir. Mann. Aber du siehst gut aus am Steuer. So. Vielen Dank. Ich fühle mich auch flott. War jemand unterwegs? Komm, ich mach dir hier so einen fertig jetzt. Was denn fertig? So ein Au, so eine. Ja, aber ich hab ja noch Tomatenmansch. Ja, da willst du ja nicht hier so. Oh, unsere Flügel. Was ist mit denen? Sehen Sie, wie die wibbern? Die wibbern sich richtig einen ab. Oh, da habe ich es gesehen. Hinten links hat jemand gekotzt gerade. Walinski, ich hol Tücher. Ich hol Tücher, Walinski. Machen Sie. Gut, mach es. Ich hol Tücher. Sturm in der Nacht ist gar nicht so spannend. Gewitter? Ja, Gewitter. Über Neues? Ist das über Neuss? Nee, wir sind noch über in der Wüste. Ja, wollte ich doch was sehen. Ich habe doch einen Tagflug mir eigentlich vorgestellt über die Wüste. Ich dachte Nacht und so. Ja, Nacht aber doch erst in Vegas. Ach so, ja, pass auf, dann switchen wir jetzt nochmal, gar kein Problem. Ist das möglich? Ja, aber jetzt sind wir natürlich im Unwetter, das müssen wir natürlich jetzt ausleben, ne? Nein, das habe ich ja auch gerade live. Ich habe den Wettergott kurz angerufen, als sie wirklich weg waren. Es hat mich geflasht, muss ich sagen. So, aber Sie haben natürlich völlig recht, ich habe es komplett verpeilt. Ey, warte mal! Das hören wir uns doch nicht durch! Ich habe gerade gehört. Ladies and Gentlemen, jetzt haben wir eine besondere Überraschung für Sie. In der Business Class gibt es sogenannte Leckmuscheln. Oh. Alle kriegen jetzt eine schöne Leckmuschel in der Business Class. Halten Sie sich fest, der Steward.
Johnny Montana! Ja, wer bringt euch jetzt die Leckmuscheln in die Business Class. Aber warten Sie einen Moment. Nur die kriegen eine Leckmuschel, die über ihren Sitzen ein leuchtendes Leckmuschel-Symbol haben. Achten Sie auf. Ich hoffe, bei euch ist die Leckmuschel angegangen. Ach, mega, ey. Super. Ja, hier, Walensky, was ein Doppel. Einen doppelten Capri. Ja, einen doppelten Capri. Ja, danke. Röstchen. Oh, das ist mal lecker. Ohne Tomate bin ich doch wieder mehr drin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, man kann ja Tomatensaft auch nur in der Luft trinken. Ja, natürlich. Ich meine, wer kauft sich den denn im Supermarkt? So, keiner. Unten schmeckt der nicht. Keine, gar keiner. Gar keiner. So, jetzt haben wir wieder alles da. Schön, da kann es weitergehen. Passagiere, wie ist die Stimmung? Wieso wird das auch. Die Passagiere beschweren sich, Kapitän Walensky. Wieso, was ist mit denen? Ja, weil das wurde auch gerade in der Economy durchgefunkt. Die haben keine Leckmuscheln bekommen. Oh. Hier, da hast du deine Wüste. Co-Pilot Micha, da ist die Wüste. Ja, das kenne ich doch. Das macht Spaß. Das ist geil, ne? Da ist diese Wüste auch. Das ist das sogenannte Death Valley da irgendwo. Wenn du zurückguckst, dann fliegst du über den Yosemite-Nationalpark. Fliegst du drüber. Warst du mal im Yosemite-Nationalpark da? Ja, ja. Ich bin da, ich bin ja auch, fliege oft. Ja, geil. Ich habe mehr Flugerfahrung als du, ja, Kapitän. Das ist mein liebstes Ziel, ne? Ich will mal in diesen Park. Der sieht so hammer aus. Ja, voll. Aber was war Death Valley nochmal? Ist das das, wo Queens of the Stone Age und so ihr Studio haben? Oder wo sind die alle? Ich bin nicht sicher, weil da ist einfach... Kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, weil die machen doch auch immer so geile Wüsten-Rock-Partys. Ach, das ist, du meinst das, Burning Man? Nein, das ist ja ein riesiges Festival. So, das ist generell ich so... Ich frag mal kurz die Passagiere. Ja, die wissen. Der Kapitän hat wieder ein bisschen Wissensdurst. Der fragt sich gerade, wo die Queens of the Stone Age denn ihr Album haben. Weiß das jemand aus den Reihen? Auch Economy wird gerade angefragt. Wir entschuldigen uns übrigens an dieser Stelle mit der Late Night Airline, dass die Economy Class gerade keine Leckmuscheln bekommt. Das liegt nun mal daran, dass die Business Class sehr viele Leckmuscheln genommen hat, sehr dankend angenommen hat. Wir haben aber noch sehr kleine Mini-Hände, so Tiny-Hände haben wir noch für die Economy Class. Wir werden euch verteilen. Dankeschön. Joshua Tree. Kurz ist irgendwo in Arizona. Aber gut, es ist auch Arizona ist irgendwo da weiter rechts. Desert Sessions, das meine ich. Desert ja, Sessions. Na gut. Ja, und das hat ein Kumpel von mir tatsächlich übernommen, die Idee, mit einem Generator in die Walachei zu fahren und dort dann Instrumente zu betreiben. Und einfach mitten auf dem Feld haben wir dann bei uns da in Nordrhein-Westfalen wirklich einen Gig gemacht. Ach, das ist ja schön. Drei Bands ineinander gespielt, ganz viele Freunde aus der Umgebung gekommen und einfach nur mitten auf dem Feld gesoffen. In Deutschland ist es ja dann nun so, dann kommen trotzdem die Bullen. Aber die fanden es geil. Die Bullen fanden es geil. Walle, das ist schön. Was die daran geil fanden? So, ja nice, wir kommen immer wegen Ruhestörung. Jetzt kommen wir zufällig vorbei, wollt einfach mal gucken, was ist hier. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein, ihr bewegt euch extra wohin, wo ihr keinen stört. Oh, das ist ja nett. Finden wir fantastisch, aber räumt euer Müll da weg. Das ist richtig nett. Ja, ja. Und das haben wir natürlich gemacht. Müll immer mitgenommen. Ja, das war richtig. Das ist super fantastisch. Also Generator Sessions kann ich euch empfehlen. Leiht euch irgendwie beim örtlichen Baumarkt einen Generator. Geht mit eurer Band und euren Freunden auf irgendein x-beliebiges Feld und legt einfach los. Und wie hießen die Bands, die ihr gespielt haben? Du, das weiß ich nicht mehr. Doch. Hier. Dill. Dill? Ja. Wie das Gewürz? Ja, genau. Nee, warte mal, die heißt doch noch. Die hat noch einen weiteren Namen. Das ist ja mega der Name. Aber Parsnip Fields? Wie? Parsnip Fields? Ja. Ich weiß nicht mehr, was Parsnip für eine Frucht war, sagt der Chat bestimmt gleich. Wir können ja auch bei YouTube. Parsnip Fields Full Album. Das ist das Album von meinem Kumpel, der auch wiederum diese Generator Partys organisiert. Felix. Warum fliegen wir so langsam? Du, ich dachte einfach mal, eben was den Leuten zu schnell, da hat der Burger die ganze Zeit gepiept. Wollte kurz fragen. Ja, guck mal, wie schön ist es. Wüste, was willst du mehr? Pastinake, genau, Pastinakenfelder ist das. Kresse und Oregano spielen nach Dill. Das wäre richtig cool, da haben wir so ein Festival mit so Gewürzbands. Steckrüben spielen noch. Ja, aber es ist schön, weil das gefällt. Ja, die Messe ist ja geil. Übelst, oder? Also, ja. Das kann im Endeffekt jeder machen. Ja, und ich bin Queens of the Stone Age. Ich auch, die Frage zu beantworten. Vollgas. Ich gebe jetzt Vollgas, Leute. Aber ich sag euch, der Burger piepst gleich wieder.
Ich finde das original wie Mickels. Aber es macht doch richtig Spaß, oder? Es ist so geil. Macht sich richtig Bock, dieses Horn zu bedienen. Ich muss echt nochmal sagen, auch dass ihr es nochmal mitbekommt, ich mach's nochmal, wir fliegen ja eh noch gerade ein bisschen. Der Mann hier ist echt ein geiler Boy. Ich freue mich richtig, dass Walle das hier mitmacht. Wie dann? So, ja, sehr, sehr gerne. Aber der viel geilere Boy bist du ja, weil du hast alles. 100% davon hat Kobi organisiert. Ich kam hier noch vorbei. Ja, es ist ja auch mein Slot freitags und ich möchte Abwechslung haben. Und du hast gesagt, ja, mache ich mit, das finde ich halt geil. Mega geil. Und so soll halt viel passieren. So, und wenn wir gar kein Corona und so hätten, dann würde ich schon mehr Action machen. So. Klar, klar. Aber ich freue mich halt darüber. Und Chat, ich finde es schön, dass ihr da seid. Deswegen ja, gibt es den Chat auf, dass wir den Chat auch mal im VOD haben. Also, so. Finde ich auch gut. Das ist einfach hier schön mal Rocket Beans Entertainment an einem Freitagabend in der Late Night. Walle und Krogi sind die Kapitäne heute und die fliegen euch sicher ans Ziel. Heute geht's nach Vegas von LA. Und macht auf jeden Fall Bock. Du versprichst manchmal und sagst Kapitäne und ich finde, das passt auch gut. Kapitäne, was ist die Mode? Kappa? Kapitäne! Weil wir meinen es ja jetzt nicht so ganz ernst. Lieber an unseren Chaoten, lieber. Ah, wie schön. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Dieser freundliche Rocket Beans Chat, das ist immer wieder geil. Ohne Corona wäre ich echt ein Flugzeug, dann wären wir jetzt genau da drinnen. Aber egal, so ist doch gut. Lieber Las Vegas, wie immer nice. Merkt euch das, immer schön, freitags 22 Uhr machen wir Quatsch. Ja. Warte, wann hast du deinen Slot? Sonntags 18 bis 22 Uhr. Ja, du machst immer so ganz übertrieben lang. Ja, weil Sonntag, der ist ja auch niemand. Ist. Da kann ich ja machen, was ich will. Ja, das stimmt. Ja. Also der eigentlich offiziell ist, glaube ich, 18 bis 21 Uhr. Mhm. Aber ich habe es bisher nie geschafft, vor 11 Schluss zu machen. Deswegen habe ich jetzt so eine Mitteluhrzeit rausgehauen. Da wird gerne überzogen. Aber man muss fairerweise sagen, ich rede da sehr viel mit dem Chat und zock auch mal so ein bisschen seicht daher. Ja. Letzte Woche habe ich was Cooles mit der Community gemacht. So richtige Pros, die sich in Star Citizen auskannten. Die habe ich mir sozusagen als Flugprofis daher geholt. Ach, geil. Genau, können die Leute sich auch noch auf dem Let's Play Channel angucken. Aber ansonsten habe ich nicht so ein geiles Programm wie du. Also ich mache ein bisschen Piano, ich muss mich noch eingrooven. Ich muss noch so in diese Orga reinkommen. Ja. Aber ich habe auch Bock, das immer weiter zu steigern. Boah, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Kompliment oder eine mega Beleidigung ist. Valentin, der Thomas Gottschalk von RBTV. Nee, ich glaube, Thomas Gottschalk gut? Nee, den hat man, glaube ich, noch zu seinen guten Zeiten. Der hatte eine starke Zeit, ja. Ja, also. Wir hätten das und cool. Schwierig war erst dieses, kennst du noch dieses um 18 Uhr bei ARD, Gottschalk? wo er auch schon so ein bisschen ausge... Kennst du Gottschalk beim, letztes Jahr bei so einem Corona-Talk? Das war richtig unangenehm. Egal. Nee, hab ich das gesehen, leider. Ja, mega. Chats laufen, wir haben jetzt den Chat hier drin. Ist einfach toll. Fantastisch. Wird überzieht heute auch noch 2 bis 3 Stunden. Walle und die Baggerwette. Das fühle ich auch. Wenn Walle mit der Bagger, so ein Bagger, ja, aber unvorbereitet. Du wettest das super souverän, aber bist nicht vorbereitet. Das möchte ich gern sehen. Okay, wir müssen wieder ein Spiel. Walle dreht irgendwas am Trim. Ja, also ich hab's aber falsch rum. Ich glaube, ich schwimme in die falsche Richtung. Ey, Baggerwette wäre ich sofort dabei. Aber wenn du Gottschalk bist, dann möchte ich Harald Schmidt sein. Der ist halt immer so ein kleines bisschen unangenehm, aber sehr smart. Gefällt mir. Harald Schmidt ist schon super gewesen. Ja, ist echt so. Wie hoch sind wir gerade? 20.000? 20.000, ich dachte mal. Aber ist den Passagieren nicht gerade sehr kalt? Nein, ich habe die Bordheizung noch angemacht. Ja, mach ein Looping jetzt. Ja. Jetzt ist tatsächlich Zeit für ein Looping. Ich weiß nicht, was sagen die Passagiere? Aber dieses Rad, ich verstehe es nicht. Entweder funktioniert es nicht doch, richtig. Du musst viel drehen. Ja, Moment, aber ich komme nur in eine Richtung. Ja, ja, aber jetzt geht's doch. Ach doch, du musst richtig viel drehen. Ah. Und das dauert ein bisschen, bis ich es einstelle. Verstehe. Du musst mal ein weil ich habe in die falsche Richtung getreten. Hier, der Sohn übrigens. Der kennt sich auch richtig aus, glaube ich, mit Flight Simulator. Den habe ich, als es rauskam, auch in seinem Stream häufiger mal das Spielen gesehen. Zumindest hatte ich den Eindruck, das läuft bei dem. Das ist ja aber auch das Beste für ein Let's Play. Du brauchst nur den Start, dann chillst du rum und landest und kannst dich ganz unterhalten. Das ist doch Hammer. Willst du damit sagen, Zoom ist faul? Also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ist doch Killer. Doch, mach mal ein Looping jetzt. Leute, ich gehe mal eine Stunde weg, ne? Der Unterpilot ist drin. Aber lass ein paar Subs da. Peace out. So, jetzt bin ich wieder auf 50%. Ey, wir haben schon lange nicht mehr gebrochen im Auto, im Flugzeug. Komm. Ja, jetzt langsam, ich leite den auch gerade ein, keine Sorge. Wie leitest du den ein? Lass mal weiter so die Bewegung. Machen wir weiter. Ups, ich habe mich vertrimmt. Machen wir weiter. Ich habe mich aus Versehen vertrimmt. Machst du weiter bitte? So, genug getrimmt. Und jetzt gehe ich ein bisschen Speed aufnehmen. Ja. Nase nach unten. Ich glaube, der Autopilot findet es ungeil, aber das ist mir gerade egal.
Gucken wir uns das mal an. Alles Full Speed. So ein bisschen Speed aufnehmen. Jetzt zieh da hin. Oh, jetzt gehen die Engines down. Ich weiß nicht, oh. Ja, weil du so hoch bist. Nee, ist nicht wegen der Höhe. Das sind ja nicht 20.000 Meter. Jetzt, aber das macht doch Looping jetzt. Dann macht er jetzt Looping. Das geht. Mal gucken, ob das geht. Ich sag unsere Geschwindigkeit. Zieh einfach ganz an den. Oh, guck mal, die Flügel brechen fast. Du musst auch mal. Ah, du musst ziehen. Du musst ziehen. Ich zieh wie so ein Bekloppter. Ladies and gentlemen, this is the first attempt of a boring dual looping. Mach damit. To do a looping, we will do try it. Meinst du nicht? Soll ich vielleicht mit dem Flaps nachhelfen? Flaps ja ordentlich rein. Nee, die Engines ballern nicht genug. Nee, da geh runter. Da knallt alles, dann mach die Flaps wieder hoch. Ja, das ballert mir gerade zu sehr. Der Kleine will nicht. Ach, jetzt weiß ich, warum der Trim macht, was er will. Was? Weil der Autopilot, der ist schon aktiv, der macht was. Der macht immer aus jetzt. Warum denn? Ach, wegen dem Looping. Ja, wegen des Loopings. Geh mal einmal kurz in die Innenansicht. Mal gucken, ob er aus ist. Jetzt ist er aus. Ich habe ihn gerade ausgemacht. Die callen uns. Die finden das nicht geil, was wir machen. Mach Looping jetzt. Komm, mach Looping. Ja. Jetzt. Aber der Speedrechner nicht? Nee, Speed rein. Mach Looping jetzt. Ja, ein bisschen Speed auf. Macht er nicht. Was ist denn mit dir? Wieso gehen denn die Engines runter, wenn ich in Sinkflug gehe? Was machen die Flaps? Die gehen jetzt hoch. Ja, ich bin zu langsam. Ich muss bei 300 Knoten oder so sein. Zieh durch jetzt. Zieh voll nach hinten. Was passiert? Die Engines gehen hoch. Die helfen nach. Ich glaube, ich muss nur so bleiben. Wir fliegen zum Mond. Guck mal da rechts. Das ist der langsamste Looping aller Zeiten. Ich glaube, das läuft nicht. Das wird nichts. Nee, aber dann mach ganz schnell down jetzt. Warum? Ja, einfach, dass die Leute wissen, dass doch was passiert. Dass vielleicht denken die, es ist doch ein Looping gewesen. Wenn das ganze Ach so, ja, dann denken die das einfach. Ja, das finde ich gut. Drück voll rein jetzt. Ja, mach ich doch. Hier. Wir machen das sehr schnell. Ladies and Gentlemen, das war ein Looping. Vielleicht haben Sie es nicht gemerkt, aber dies ist eine große Maschine. Dort werden einige Vibrationen durch Vibrationskaschierer kaschiert. Das ist gut. Das war, Kapitän, das war schlau gemacht. Ja, Vibrationskaschierer, hat mir gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Kann man da nicht aber noch ganz knapp nach unten fliegen? So bis auf 5K, so richtig steil. Das ist richtig geil aus da unten. So richtig geil. Ja, ich bin quasi schon dabei. Hier kannst du nicht tiefer? Doch. Aber guck mal, das ist doch ein Sinkflug. Na, ich will hier aber Speed kriegen. Ja, machen wir doch. Das ist doch der übelste Bereich. Ja, aber die Engines gehen dann irgendwie aus. Ich weiß auch nicht, warum. Die Engines machen gar nichts mehr. Nee, aber weil wir im Sinkflug sind. So sind die eingestellt. Ich bin eine Schrottmaschine. So, pass auf. Aber wir werden natürlich immer schneller, ne? Ja, aber jetzt. Jetzt kommt der Looping. Walinski, das ist es. Jetzt müssten die Engines ballern. Ballert, Jungs. Aber machen die nicht. Die machen nicht. Hast du alles oben? Ja. Die sind aus dem 20 und jetzt gleich gehen die auf 100. Jetzt kommt er. Der kommt. Die brechen ab, siehst du das? Oh, das war knapp. Ah. Geh mal rein. Das piept alles. Geh mal rein. Nee, hier piept gar nichts. Der ist gechillt. Da piept gar nichts drin. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe eigentlich maximal Schub. Aber der Autopilot hat mich auch verwirrt. Wenn einmal kurz jemand anderes das Steuer übernimmt, dann weiß man auch nicht mehr Bescheid einfach. Ja, geh wieder raus, scheiß drauf. Ja, oder? Das genug Loopings. Jetzt holen wir uns später vielleicht nochmal zum Abschluss eine kleine Cessna oder so. Ja, geh raus jetzt. Ich dachte eben, mit nach unten meinst du, dass wir so ganz knapp über den Boden fliegen. Also nee, ich meine, einfach die Leute richtig erschrecken. Ah, ja. Und dann einfach sagen, so jetzt könnt ihr nochmal, wenn ihr es nochmal haben wollt, kauft kein Los. Ja. Hier, aber sehr fragwürdig sagt, der ist doch irgendwas an. Glaube ich auch. Ja, da ist ein Autopilot an. Ja, der nicht ganz, aber so einer. Guck mal rein da, guck mal ins Fenster, das leuchtet doch. Jetzt guck mal nach unten, da muss er irgendwo leuchten. Guck mal hier nach unten. So, drück mal auf Autopilot. Ja, warte doch mal. Ja, das musst du dann ausgeben, meine ich. Ja, was denn? Das müssen wir erstmal finden. Ja, drück doch mal hier aus. Ja, drück doch mal aus. Siehst du, wie viele Schalter da gibt? So, wir nach oben. Guck mal, wie die da sind. Oh, warte, hier hast du deinen.
Licht irgendwo bestimmt. Fuel. Ja, ja, klar. RAM. RAM Air Turbine. Battery. Electrical, hier. Cabin Utility. Mhm. Warum ist eigentlich unser APU off? Warum nur zum Starten? Achso, dann sagt er auch vor heute. Okay. Oh. Ja, mach doch aus dann halt. Ist alles wieder gut. Burger ist am Start. Warte, ich muss ganz kurz checken, warum der piept. Ach, jetzt, guck mal, wir sind viel zu schnell. Warum sind wir zu schnell? Weiß ich nicht. Na, weil die Engines wieder ballern. Ja. So, aber jetzt hast du recht. Jetzt gucken wir nochmal rein. Ist alles in Sicherheit. Jetzt suche ich mal Autopilot. Ja. VS. Ja. Was heißt das? Mach nochmal an. Mach nochmal aus, mal. VS ist wieder weg. Ja, gut. Und der hat kurz so ein ja, das kennst du das von der Raupe? Ja. Das Geräusch? Ja, ja, jetzt gerade gedrückt hat. Lass das aus. VHS soll ich ja, ausmachen? Ja, das aus. Okay. So ist alles aus. Jetzt flieg mal richtig schnell. Ja, guck mal, wir fliegen 5 von 450 Knoten. Jetzt war Looping jetzt. Ja, jetzt hier Looping. Okay, I will try it. So, Vollstopp, das ist es. Jetzt ballern die auch, Walinski. Jetzt ballern die, du hast recht. Ich sag dir, jetzt gehen die in die Knie gleich. Guck mal, die... Ich glaube, wir sind nicht hoch genug für Looping. Eben auch gesagt. Doch, doch, jetzt passt. Die Flügel knicken einfach. Jetzt ist doch richtig Schwerelosigkeit. Jetzt ist das, ja, merkst du das? Parabel. Merkst du das ja, gerade, ja, wie das hier alles hochkommt? Er will nicht. Nee. Geht das mit so großen Maschinen? Nee, ich habe eben im Handbuch auch gelesen. Im Handbuch, ah. Hier im großen Boeing-Handbuchführer. Das geht gar nicht mit dem Boeing. Ah, okay. Ja. Das ist gut, dass das da drin steht. Da muss man immer vorher mal reingucken, bevor man in so eine neue Maschine steigt. Das geht zumindest nicht in Amerika. Ach so, ja, okay. Ist natürlich auch überall andere Luft, ne? Liegt auch daran, weil die Flügel ein bisschen kaputt sind. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen runter hier. Aber geht ein Barrel Roll? Ja, der geht. Den mache ich. Den mach mal. Aber Vollspeed, ne? Aber sag mal, willst du einen Barrel Roll? Ich will den Barrel rollen. Oder ein Barrel Royal. Moment. Hier ist der Co-Pilot Michael. Wir Flugpassagiere, der Kapitän fragt mich allen Ernstes, ob ich mir ein Barrel Roll vorstelle oder ein Barrel Royal. Und ich sage natürlich, ich nehme sehr gerne den Barrel Royal. Tun Sie es, Kapitän. Darauf ein. Ja, natürlich, ein Tomatensäftchen. Barrel Royal! Okay, okay, langsam habe ich den Speed, wo ich mich wohlfühle beim Barreln. They see me rolling. They hating. Mhm. Mhm. Zweimal Barreln, ne? Da ist er, da kommt er. Oh, irgendwie? Nee, der will der Boeing nicht, ne? Kapitän, wir müssen alle brechen! Und jetzt wollen wir Nacht haben, Kapitän. Bleib in der Luft, wir wollen Nacht haben jetzt. Kapitän. Ja, machen wir. Ich muss mich wieder um die Passagiere kümmern. Scheiße, wir landen am Flug gleich, ne? Bin schon gleich da. Muss ich auch ein bisschen arbeiten jetzt. Machst du eben Nacht an? Ja, das mache ich. So eine Boeing ist echt schwer, du. Ja. Das ist ein schweres Gerät. Ich glaube, da muss man sich richtig auskennen, um die zu rollen. Machst du nachher, ne? Mach ich sofort, ja. Entspann, ich muss erstmal wieder in die Ausgangsposition. Wie entspannt soll ich noch sein? Jetzt ganz ehrlich. Ich muss kurz ein paar Korrekturen hier vornehmen. Ja, Korrekturen sind am Start. Ja, so ein bisschen Dämmerung, weiß ich nicht. Also maximal Dunkelheit, oder? Okay. Damit die Stadt so richtig schön leuchtet. Okay. Guck dir das an. Ah, okay, das kommt. Und der Flughafen, den du jetzt angepeilt hast, da landet man dann in the middle of the town, oder was? War ziemlich, ja. Okay. So, ich muss mal auf meine, ich muss mich jetzt konzentrieren. Jetzt beginnt quasi schon die... Ich muss eben mit dem, mach das mal.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnen wir unseren Landeanflug auf Las Vegas. Bitte setzen Sie sich wieder hin und schneiden sich an. Bitte schalten Sie noch Ihre eigenen Tonschutzgeräte aus. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, in just a few minutes we will descend towards Las Vegas. Please take your seat now and fasten your seatbelts. Please switch off all of your electronic equipment. Thank you. Es muss doch das Licht jetzt auch aus. Das Licht muss doch aus beim Nachtflug. Walinski. Ja. Das ist auch noch in der Nacht, Junge. Nee, das passt nicht, wenn ich dich alles einmal abnehme. Scheibe. Das ist auch das beste Kompliment. Ich fühl mich wirklich wie in einem Flugzeug, hat gerade jemand geschrieben. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Ich glaube, das war unser Ziel. Ich nehme die Landebahn, die quasi so voraus ist. Was halten Sie davon? Was hältst du davon, Co-Pilot? Ich sag immer, Walinski, Sie sind der Kapitän. Sie haben weniger Flugerfahrung als ich. Landen Sie da, wo Sie wollen. Okay. Ja, ich wollte Ihre fachmännische Einschätzung. Da wollen die Leute aber alles. Haut den Sturm rein beim Landen. Ja, bitte. Ich hab doch das. Nee, ich hab das Landen eben schon nicht gepackt. Ich will jetzt mal hier so eine richtig schöne Traumlandung machen. Ich glaube, ich habe mich für die Landebahnen entschieden, die zu kurz sind. Ja, wirklich, du wirst doch da reingelotst. Eigentlich schon, aber diesmal habe ich nichts. Walinski, das läuft doch immer so. Eigentlich möchte man meinen, ne? Aber ich habe schon guten Speed dafür und so, es läuft nicht schlecht. Es lief eben schlechter, muss ich sagen. Also ich guck mir ja die Britney Show an übrigens. Die Britney Show? Mhm. Die haben wir auf der Platte hinten, oder was? Ja. Die spielt er ja immer. Oh, ich bin noch zu hoch. Alles das ganz normal, gar keine Angst. Hast du Seatbelts, please? Please fasten your seatbelts. Nee, ich muss noch mal eine Ehrenrunde drehen. Ja, dann machst du beschleunig durch. Ja. Komm, beschleunig durch jetzt. Ich nehme die andere Landebahn. Ja, das ist wirklich Quatsch. Ja, nicht nur das, und ich bin auch noch zu hoch halt, ne? Ja, alles falsch. Geh raus da aus. Wir wollen die Außenansicht sehen. Diese. Aber merkt schon, ne, dass das Spiel jetzt wirklich hier doch Daten runterlädt, ne? Kann das sein? Ja, das liegt vor allem daran. Wenn du hier schon mal geflogen bist, dann ist es immer flüssiger, finde ich. Ah ja, okay. Und ja, selbst auf dieser Hochleistungsmaschine, die du hier hast, das Spiel läuft einfach egal auf was, immer so ein bisschen ruckelig. Mhm. Ja. Es ist für die Zukunft gemacht. Es ist für die Zukunft gemacht. Wo ist der Strip? Wo ist der Strip? Was für ein Ding? Der Las Vegas Strip, die Straße. Ja, gucken wir mal. Ich auch nicht erkennen, aber von oben sieht es wirklich so aus. Aber war das, sorry. Da. Ja, fliegt er mal lang. Da, fliegt er hin. Und wir sehen jetzt erstmal. Machen wir nach der Landung. Dann starte ich meine Drohne und dann fliegen wir einmal durch den Flip. Oder wie das heißt? Das geht doch nicht. Das geht. Ja? Das geht. Ich kann eine kleine Drohne starten. Ja? Wirklich. Okay. Deine kleine Drohne will ich aber vielleicht gar nicht sehen. Walinski. Wollte ich nur mal kurz sagen. Haben wir genug Kerosin? Co-Kapitän Micha, bitte halten Sie die berufliche Distanz. Gut. Das nennt man eine sogenannte Ehrenrunde. Normalerweise sagt der Tower einem auch, hören Sie mal, wir haben hier gerade viel Verkehr,
Drehen Sie nochmal eine Ehrenrunde. Nur Sie hatten keinen Vielverkehr. Also es war einmal als leer. Es war Ihre Schuld. Drehen Sie wieder nochmal eine Runde. Walinski war wieder nicht bei Sinn. Oh, guck mal, nee, da kommt ein anderer Kollege. So viel Ram den, Walle. Ich mach einfach ihm alles nach. Ich flieg ihm nach. Kannst du, haben wir auch Lichter an eigentlich? Ja, haben wir. Sicher? Ja. Okay. Nee. Doch. Ja. Ja, ja. Die hat man auch eben im Nebel übelst gesehen, als der Sturm war, ja. Wie hat man die gesehen, sag nochmal, ganz kurz, wie hat man die gesehen? Übelst geil gesehen. Übelst. Ramdi. Das, Mann, ich will den Flug jetzt ordentlich abschließen. Ja, musst du ja auch. Ja, aber da kann ich hier doch nicht rammen. Der Co-Kapitän. Ach, kleiner Spaß. Kleiner Spaß unter Piloten, ne? Was machen wir einfach? Die Blackbox, die nimmt doch nicht auf gerade, oder? Nee, die haben sich zusammengestellt. Ja. Ich glaube wirklich, dass es bei anderen Kollegen, bei anderen Flugkollegen auch so abgeht im Cockpit. Ich bin ziemlich sicher. Ja, safe. Ja. Da ist immer richtig Party. Ich sag mal so, wenn der Pilot den Autopilot angemacht hat, dann kann er 2 Stunden Candy Crush spielen. Kann er? Ja, kann er. Kann er, aber auch lange. Ja, die meisten Flüge gehen ja ewig. So, jetzt haben wir gleich die Schleife. Ich reihe mich hinter den Kollegen da ein, der blinkende links über unserem Webcam-Bild. Also, jetzt wird die Kurve eingeflogen. Keine Angst. Wenn Sie jetzt aus dem linken Fenster schauen, können Sie in der Ferne schon den Strip sehen. Dort gibt es schöne Shows, wo viel zu verdienen und tolle Hotels. Bald sind wir da, einen guten Restflug noch. Hier ist der Co-Pilot nochmal. Ich wollte darauf hinweisen, man kann auch übelst verlieren und so enden wie der Pilot selber. Der war selber mal unter Las Vegas über den Moon People, weil er alles verzockt hat. Aber er findet es auch ein bisschen geil. Das ist auch eine Option, aber ich sage immer, lieber gewinnen als verlieren. Das ist mein Motto. Du bist nicht süchtig, ne? Ich bin nicht so ein Verlierer-Typ einfach. Alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Walle, sehr gut. Also bin ich denn eben, war ich so gechillt lahm und jetzt bin ich wieder... Du bist ja auf 10.000, ey. Ja, aber was soll das denn? Ja, mach Flaps an, Alter. Ja, ich flaps da rum wie der letzte Flapser. Mach alle Flaps runter, nach unten. Ich flaps da nicht nach oben, nach unten. Ja, mach ich so da unten, guck mal. Da ist die Flaps-Anzeige, übelst unten. Übelst. Aber ganz darf nicht. Nee. Weil da sind wir dann nämlich schon, das ist zu krass. Altitude ist übelst am Gewinnen. Ja, mit Sprache ist ja auch jetzt langsam gelaufen, deswegen... Da kann man alles sagen gerade. Ja, jetzt hast du eine Innenansicht bestimmt auf dem Landekorridor, oder? Oh, vermutlich. Nein, ich habe keine Landeerlaubnis angefragt. Vielleicht liegt es daran oder so. Ich lande trotzdem. Nee, warte, auf deinem Radar sieht man die. Hier aufs Radar. Guck mal da. Ja, aber das ist die Bahn weiter links. Nee. Warte, bleib mal, das kam, wurde gerade angezeigt. Egal. Ah, oh, wie dem auch sei. Ja, drück mal runter rein, dann fliegt er einmal drauf. Du. Flaps wieder hoch, meinst du? Ja, ich muss ein bisschen hochflapsen. Das war zu früh abgeflapst. Das ist immer noch ein bisschen schnell übrigens. Das war jetzt unter 250 Knoten, bis bei 270. Das ist völlig recht. Hast du einen Flug durch überholt? So macht man das. Der war zu lahm. Wir landen jetzt. Ja, das ist richtig, liebe Passagiere. Der Kapitän hat beim Landeanflug ein Flugzeug überholt. Damit nur Sie, meine Damen und Herren, schneller an die Slots können. Und da lacht der Kapitän. Das findet er mega. Hast du schon das Landing Gear draußen? Nee. Der Roboter sagt auch schon Bescheid. Jetzt wirst du mich hier wieder knapp, du. Ah, guck mal, da ist es. Ihr bist sehr schnell. Ja, gar kein Problem. Du bist richtig schnell, ne? Ja, ja, das passt. Okay, geil. Ja, bring die runter, den Bums. Hast du alles? Komm mal.
Das ist nur noch ganz langsam, Ben. Drück rein, drück rein jetzt. Jetzt rück ich runter. Boah, Slide, Drift, Drift, Plane. Plane, Drift. Ah, ganz knapp nur geschraubt. Gar kein Problem. Wir sind mitgenommen. Mach Motor aus, mach Motor aus. Ach, hier, da. Brake jetzt. Da ist es, okay. Oh, oh, das ist eine Rampe. Das ist eine Rampe. Ja, wir fliegen. Ja, wir sind ja im Flugzeug, Gott sei Dank. Oh. So, ich will kurz in den Hinterraum hören. Ist das, klatschen die? Ich höre nichts, ich höre nichts. Was ist denn los bei dir? Was ist denn das für undankbares Volk da hinten? Mal ganz kurz in den Hinterraum rein. Das haben Sie aber vorher in den AGBs akzeptiert. Akzeptiert. Meine Damen und Herren, wir sind soeben in Las Vegas gelandet. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt von uns an Bord. Im Namen von Kapitän Walinski und der gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere finale Parkposition erreicht haben. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Las Vegas oder aber eine angenehme Weiterreise. Bitte vergessen Sie keine Gepäckstücke in den Ablagen über Ihnen oder in der Sitztasche vor Ihnen. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas. We hope you have enjoyed your flight with us today and let us stay on board of our aircraft in the name of the Captain Walinski and the crew. We will thank you for flying with us. We hope you can welcome you once again soon. Please stay fastened until the aircraft has come to a total stop. Thank you. We wish you a pleasant stay in Las Vegas or just in case a nice onward journey. Please don't forget any baggage in the overhead compartment for you or the seat pocket in front of you. Bye bye, take care and auf Wiedersehen. So, Walinski. Oh, ist noch an. Nee, nicht gehört. Walinski, so jetzt. Herrlich! Was machst du denn da, Walinski? Kurz die Drohne ausgepackt. Hast du die Drohne ausgepackt? Ja. Ich weiß nur noch nicht, wie ich, weil ich das mit meinem Gamepad gemacht habe, wie ich die nach rechts und links steuere. Mit ungern. Weiß nicht so genau. Ist das die Drohne? Ja, ja, aber die kann man eigentlich geil steuern, nur weiß ich nicht, wie man die mit Maus und Tastatur steuert. Ja, du hast ja auch hier so ein... Genau, und damit geht's gar nicht, also weil das ist eigentlich nicht dafür. Ach, das baut sich jetzt alles nur auf, ne, aus dem Internet. Ja, ja, genau, genau, das ist ganz irre, aber ich will halt einmal einen Strip noch schnell. Ich weiß gar nicht, ob Las Vegas eine detaillierte Stadt ist. Also ich glaube, es gibt's als Add-on, um ehrlich zu sein. Aber lass mal kurz laden hier. Ey, mach ich, ich will nur schon mal in die richtige Zone. Ich kann mich nur nicht umgucken, wenn der jetzt hinter uns ist, der Strip, haben wir schon verkackt. Oh, warte mal. Bin ich hiermit irgendwie? Hiermit? Ich glaube, die Drohne bringt einem nichts, wenn man nicht ein, Gamepad hat? Ja, oder nicht, zumindest nicht weiß, wie man die steuert. Ah, ich hab's. Doch, die Drohne bringt uns einiges, einiges. Ja, Mann. Das ist ja richtig detailliert, ey. Übelst. Komm ich denn? Oh, 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 oh. Sogar eine Drohne kann der Kapitän nicht fliegen. Walinski, wir müssen alle brechen. So, guck mal, hier haben wir's. Ja, das ist komplett der Strip. Also, es lädt aber immer noch safe. Ja, ja, ich weiß nicht, warum ich so einen Seitendrift habe. Ja, ach, unser Flugzeug rollt wahrscheinlich gerade. Weil daran ist die, glaube ich, noch gebindet. Ah, das kann sein, ja. Irgendwie so ähnlich war es, aber das ist gar kein Problem. Warte, jetzt gehe ich noch ein bisschen hoch. Da muss ich mir noch rausfinden, wie es geht. Das sieht fürchterlich aus hier. Ja, ja, das ist auch zu nah. So ist das Spiel ja gar nicht gedacht. Deswegen, ich habe noch nicht ganz gerafft, wie ich hochkomme. Ich probiere gerade alles, wie ich gesagt habe. Ja. So, Walinski, wir müssen jetzt hier raus. Wir sind angekommen. Ab in die Slots jetzt. Ab in die Slots. Ab in du. Ah, Junge. Junge. Ist ja
herrlich. Ich bin doch relativ durchgeflogen. Hast du gut gemacht. Durchgeschwitzt vom Durchfliegen. Chat, was meint ihr? Hat Kapitän Walle einen guten Job? Ich bin auch, guck mal, völlig durch. Hat Kapitän Walle einen guten Job gemacht? Dann sagt jetzt ja oder nein. Interessant. 1A. Wow, sogar ein 1A. 1A, jetzt räumen wir zurück. Na, das wurde jetzt nicht mehr gefragt. Ja oder nein? Sahnemäßig war der. Nächstes Mal Bahn. Bester Job. Guck mal, da kommen ganz viel Liebe rein. Da kommt Ja und Liebe rein. Ich hätte nur mit Nein gerechnet. Weil ich wäre als Passagier dezent pisst. Nur ein Manko gab es. Wer von euch hat sich sicher gefühlt? Ja, alle, oder? Guck mal, wie der Chat abgeht. Scheinen auch viele Leute da zu sein um die späte Stunde. Ich bin auch sehr positiv beeindruckt von euch. Vielen, vielen Dank. Und für so ein Horn kommt man nochmal vorbei, ne? Gott, Walinski, ey. Achso, das war jetzt gar nicht so erotisch gemeint. Ich meine, aber du hast es doch betont! Ja, weil es Technik ist. Ja, okay. Ist gut. Das würde ich auch sagen, so hätten wir jetzt hier irgendwie eine 3080 in der Hand. Würde ich sagen, guck mal, die schöne 3080. Ja, stimmt. Damit hast du mich überzeugt. Ja, oder? Ja, das ist bei mir überhaupt nicht erotisch gemeint. Weil ich mache das auch zu Hause mit meiner Technik. Sorry an Aerosoft, wenn jetzt hier so ein bisschen Backenfett dran ist, aber ich muss halt mal ganz kurz hier. Das erreicht mein Tipp. Ey, aber wirklich nochmal ganz lieben Dank. Ich kann auch mal den Karton holen. So einfach mal zeigen, was das Geiles ist. Ja, Hammer, was du hier wieder einfach an den Start gebracht hast. Was du hier zusammen. Ja, weil ich mit den Leuten rede. Ja, mega einfach. Das ist, Kommunikation ist viel wert. Danke, Leute. Ohne Scheiß. Diese Sachen sind Killer. Und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn euch das, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn euch das interessiert, guckt euch das mal bei Google an. So ein Honeycomb heißt das. Mal gucken. Ja. So, mehr möchte ich darüber nicht verlieren. Wirklich, das Gefühl ist smooth. Wollen wir noch eine ganz kurze machen? Ganz kurze? Eine ganz kurze? Ja, weil eigentlich haben wir alles Recht der Welt zu überziehen, oder? Haben wir. Ist nur die Frage, also ich hätte einfach schon Bock, ehrlich gesagt. Ich habe halt auch einfach Bock. Willst du nicht mal eine Runde fliegen? Oh, das wäre auch nice. Das finde ich viel besser eigentlich. Das ist auch für das Video dann abwechslungsreich, ne? Oh, eigentlich schon, ja. Chat, was meint ihr? Soll der Co-Pilot auch mal eine Runde fliegen? Zugabe, die Leute freuen sich, ein Kurzflug, ja, mehr bitte, komm, ein Looping noch. Tauschen wir die Plätze. Zugabe, ja, Krogi, go. So, warte, wir müssen kurz ein bisschen wegen der Kabel hier gucken. Ja, warte, ich nehme das hier. Das ist das Geilste jetzt an dem, die Umbaumaßnahme, die fällt mir sehr gut. Ja, das haben wir. Ich will auf keinen Fall was aus deinem Becher trinken, ja? Ja, gar kein, ja, warte, ich habe da viele Becher mittlerweile. Ich meine, ich habe ja schon, ja. Ja, dann gib mir erstmal. Du brauchst beide. Ja. Fuck, die sehen jetzt auch noch gleich aus, die Getränke. Ah, das ist das Gute hier. Ah, das ist das Gute. Gut, dann gehen wir mal hier abchecken. Dann Main Menu. So, gehen wir mal kurz rein. Walinski! So. Jetzt bist du mein Ausbilder oder was? Nee, jetzt bin ich ein Ausbilder oder was? Nee, jetzt bin ich, bist du mein Ausbilder. Du warst ja eh quasi der Erfahrenere. Ich würde eher sagen, Micha, jetzt zeig mal, was du kannst hier. Immer die großen Töne. Ich habe ja mehr Flugerfahrung als du. Das wollen wir doch mal sehen, du. Nur weil du wieder Lack gesoffen hast und ich ran muss. Das war alles. Ja, mach ich. Ich mach das hier ein bisschen anders. Das ist mir zu gute Laune Licht. Das ist jetzt ein bisschen Kampfstimmung brauchen wir. Das ist nicht, weißt du, wir wollen jetzt hier sowas, so ein grelles, so ein bisschen seriöser. Sowas. So ein kaltes, grelles Licht brauchen wir. Du hast einfach so einen geilen Blick. Sieht aber wundervoll aus. Ja, man sehe ich halt auch aus wie so ein Partygast. Mit meinen zwei Bechern. Du, ich gehe doch nicht zweimal zur Bar, wenn ich direkt mir zwei Getränke holen kann. Das ist doch einfach Effizienz, nennt man das. Ist echt so. Chat, sag mal einen Ort. Einen Ort brauche ich jetzt von euch. Boah, ist ein. Das war ein schneller Ort. Tokio. Kenn ich mit. Ja, Tokio haben sie tatsächlich schön überarbeitet. Ja? Ja. Warst du schon, ne? Ich weiß natürlich schon. Gibt's denn irgendwas, wo du noch nicht warst? Also, glaube ich, ich war fast überall von dem, was sie überarbeitet haben. London habe ich noch nicht in der neu überarbeiteten Version gesehen. Das dann ist jetzt. Dann nehmen wir London. Da haben sie auch alles schön. Wenn du das noch nicht kennst, nehmen wir London. Schön ausmodelliert. Dann nehmen wir aber. Gibt sich Stansted? Nee. Dann nehmen wir halt Heathrow. Und dann wollen wir aber kommen von. Vielleicht kommen wir so aus dem Norden, aus der Nature. In die City rein. Außer Nature oder, ja stimmt, übers Meer fliegen ist halt echt lame, ne? Ja, Meer ist, wobei, wenn man wirklich von, was ist das da rechts, Brüssel? Ein bisschen da?
Aus Brüssel, ja? Ja, genau, wenn man von Brüssel, dann fliegt man ja nur über dieses kleine Stück hier und oh, das ja, sieht das bestimmt ist, geil aus. Oh, das ist eine gute weil Sache. Da siehst du nämlich Calais und diese, wie, wenn du da am Strand stehst, an diesen Kreidefelsen, wer das schon mal war, okay. Du siehst einfach den anderen, die fette Insel. Dann machen wir, dann fliegen wir nach, Heathrow. Ja. Dick. Okay. So, aber das jetzt am Tag, oder? Ja, damit Tag. Man wieder ein bisschen was sieht. Tag. Machen wir so ein, so frühes Ding. Oder, ja komm. Wir machen das super sonnig. Clear Sky. Nice. Und sehr heiß. 36 Grad in London. Das ist gut. Und selten. Selten, aber auch gut. Und ich will natürlich was Kleines, Wendiges, ist ja logisch. Ja, das würde ich jetzt auch empfehlen. Vielleicht mal was Propellerisiertes. Kein Jet, meinst du? Ja, kann, ja. Wobei, die sind natürlich dann eventuell auch sehr langsam. Braucht man vielleicht Stunden bis nach Heathrow. Ich weiß es ja nicht. Ich doch lieber so einen Kollegen, aber... Ist der Chat da unten... Ja, die hier sind sehr langsam, ja. Empfehlung? Die Jets gehen schon klar. Ja, die, sind, ja. Die sind nur minimal langsamer. Passen wir da alle rein? Der geht, ja klar. Ja, da muss man sich einfach mal ein bisschen quetschen. Hier, der sieht doch nach, der sieht schon ein bisschen kleiner aus, noch weniger Fenster. Da ja. Nur mehr wenige Passagiere haben nur Fenster, das finde ich gut. Dann kloppen die sich vielleicht so ein bisschen. Das stimmt, ja. Wenig Fensterplätze. Das finde ich ist gut für eine ausgewogene Gesellschaft, finde ich das gut im Flugzeug. Ja, ich glaube auch, vor allem das Gewicht verteilt sich die ganze Zeit natürlich um. Weil mal wird da einer weggeboxt vom Fenster und dann ist wieder der ganze Haufen auf der rechten Seite und wir driften so leicht nach rechts über. Das aber ich glaube, das so. Schwankt dann auch wieder mal nach links über. Das finde ich gut. Weil alle kullern ja auch immer beim Fliegen. Das kennt man ja, dass die Leute so... Klassisch Menschen. Ja, klassische Menschen einfach. Ah, das ist herrlich. Chat ist schlank, natürlich. Party auf dem Mittelgang. Ich will am Fenster sitzen. Nein, ich kann man sich nicht aussuchen. Kann man sich nicht aussuchen. Hier, deine Cocktail hast du auch noch gar nicht getrunken. Du, ich bin am Cock noch dran. Okay. Ja, heute kriegt ihr viel Zitatmaterial vom Walle geboten. Das gefällt mir. Das gefällt mir heute richtig gut, muss ich sagen. Ja, im das, ist auch gut für, das ist auch gut für die Sendung. Weißt du, wenn ihr oft in solchen Sachen auftaucht, das ist gut. Walle. Ja, finde ich auch. Toll. Find ich auch. Dankeschön. Ja, und im Twitch-Chat gibt es ja auch diesen Bot, der diese Zitate sammelt. Ah. Der hat schon von unserer Bootssession, da habe ich doch den Event-Manager, der hat doch da sich so eingemischt und wollte vor die Kamera. Weißt du noch? Johann. Der? Paul, meine ich. Eventmanager Paul. Ach so, ja, von dieser besoffenen Rennergruppe. Ja, ja, ja. Ja, ja, und der meinte doch so. Der Boomer. Genau, der Boomer. Und der meinte ja so, ah, das kenne ich alles und so. Und ich wusste nicht so, wie ich drauf reagieren habe. Ich ihn ja gefragt, haben sie auch einen Internetsender? Und das zum Beispiel hat es in die Zitate bei Twitch geschaut. Ja, das ist gut. Haben sie auch einen Internetsender? Aber hast du? Ich habe keinen. Nee. Ich hab nicht. Aber das kann man trotzdem jeden einfach mal fragen. Ja, stimmt. So, wie geht's, Stadt? Wie geht's dir? Hast du auch einen Internetsender? Genau, hast du auch einen Internetsender? Finde ich gut. Ah, herrlich. Ja, dann starten wir. Ach, guck mal, der ist zum Beispiel gerade eins rausgehauen worden. Kannst ja noch mal drüber wischen über meine siffige Stelle da. Ich finde nur schade, dass ich nicht mehr weiß, in welchem Kontext habe ich das gesagt. Ja, fantastisch. Das ist wirklich toll. Ja, Walle, du weißt, wie es läuft. Ich nur mal ganz kurz. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord dieser Flug nach. Bitte nehmen Sie nun Ihren Sitzplatz ein. Wir möchten Sie gleich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Bei der Sitzplatzsuche wird Ihnen die Crew gerne behilflich sein. Ladies and gentlemen, we welcome you on board on our way to... Please take your seat now. In a few minutes, we want to show you the safety features of this aircraft. The crew would like to help you by searching your seat. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Walle und der Besatzung möchten Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Ladies and Gentlemen, in the name of Kapitän Walle and the entire crew, we would like to welcome you once again on board. We would like to show you now the safety features of this aircraft. Please pay attention at the flight attendants. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Sitzgurt richtig öffnen und schließen können. First of all, we would like to show you how to fasten and unfasten your seatbelts correctly. Im Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie bitte eine der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach assistieren Sie bitte mit reisenden Kindern. If there is a loss of cabin pressure, oxygen mask will automatically drop off the cabin ceiling. If this happens, pull one of the masks toward you and press the opening firmly over your mouth and nose.
Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, haken Sie die Gurte wie vorgeführt ein. Ziehen Sie dann die Gurte straff, unmittelbar nach Verlassen des Flugzeuges ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mondschläuche. Eine Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche aus der Batterie herausziehen. Under your seat you will find a life vest. To wear, tear open the plastic package, remove the life vest and slip it over your head. Wrap the straps around your waist, snap the two ends together and tighten. Inflate the vest by pulling down one of the red tabs. You can also manually inflate the vest by blowing into the red tubes. It is important that you don't inflate your vest while inside the aircraft. Your seat cushion also serves as floating device. Simply place your arms through the straps and hug the cushion to your chest. Meine Damen und Herren, Sie finden eine Sicherheitskarte mit allen Sicherheitsanweisungen in der Sitztasche vor Ihnen. Bitte prägen Sie sich ganz genau die Lage der Notausgänge ein, die alle mit dem Wort Exit oder Ausgang gekennzeichnet sind. Ladies and gentlemen, you will find an information card explaining all safety instructions in the seat pockets in front of you. Please remember the emergency exits are marked as the word Exit or Ausgang. Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone an Bord unserer Flugzeuge generell nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie spätestens jetzt Ihr Mobiltelefon vollständig aus. Sie können Ihr Mobiltelefon nach Verlassen unseres Flugzeuges gerne wieder benutzen. Schalten Sie bitte nun auch all Ihre anderen elektronischen Geräte aus. Sie können Ihr eigenes elektronisches Gerät nach dem Start wieder... Start... Der Satz ist völlig kacke, Leute! Ladies and gentlemen, please notice the use of mobile telephones generally not permitted on board of your aircraft. Please switch off your mobile telephone. Please also notice the switch off the rest of your electronic equipment. You can use your own electronic equipment after takeoff and the fasten seatbelt signs have been switched off. Thank you. Meine Damen und Herren, auf allen unseren Flügen herrscht Rauchverbot. Bitte lassen Sie auch das Rauchen in den Waschräumen. Ladies and gentlemen, please notice all of your flights are non-smoker flights. Please desist also the smoking in the laboratories. Bitte benutzen Sie zum Start. Bitte bringen Sie zum Start Ihren Sitz in aufrechte Position und klappen Sie alle Tische vor Ihnen hoch. Please bring a seat in upright position, the banana tray table is in front of you. Bitte beachten Sie, Bitte achten Sie darauf, alle schweren Handgepäckstücke unter Ihren Vordersitzen und nicht in den Overhead-Compartments über Ihnen zu verstauen, da diese während Start und Landung verrutschen können und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Please notice the store heavy baggage under your front seats and under the Overhead-Compartments in the race for pure flight. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug nach... Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne unseren Flugbeamten wenden. Mein Name ist Michael und ich bin heute Ihr Flugwagenleiter Pusher. Ladies and gentlemen, we thank you for your attention and wish you a pleasant flight. If there are further questions, please feel free to ask our flight attendants. My name is Michael und ich bin auf Flight. Thank you. Thank you, es war ein Glück. Walensky? Ja. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, come on! Let's go! Oh, fuck break! Yes! Ist gelöst. Jetzt kann's richtig losgehen. Das finde ich gut. Beim Start direkt einen frischen Burger rein. Der muss aber auch direkt schon wieder raus. Haben wir direkt was für den Start. Komm, wir fahren schon 100. Junge, Junge, das ist mit dem kleinen Flieger auch ganz schön heavy. Und come on! Yes! Wow! Direkt die Kapriole! Was war das für ein Kunststart? Alright, alright. Pockets. Junge. Pockets. Pockets. Das ist ja der Wahnsinn gewesen. High Pass. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir wollten noch einen schnellen Kurzflug machen und haben den längsten, den wir bisher gemacht haben, ausgewählt. 190 nautische Meter, Meilen. Oh, schön. Junge, eine Autobahn. Easy. Boah, wie gut das Dorf da unten aussieht. Aus der Entfernung. Da hält sich der Realismus komplett. Ab geht's nach London! Wow, aber auch mit diesem... Herr Chat ist drin! Ab geht's nach London, Chat! Yes, ab nach London! Hier, die Autobahn, die wir haben. So will ich aber echt mal nach London fliegen. Das ist doch der Wahnsinn dann. Ja, Mann! Was ist es? Einfach nur toll. Ab, nee, da müssen wir gar nicht. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ab zum Atomium! Das machen wir sehen, das Atomium. Fliegen wir vorbei. Ja, also knapp vorbei.
Oh, stimmt, gerade wurden auch die Benelux-Staaten gereworked. Wirklich? Ja, ja, das heißt, das muss auch drin sein, das Atomium. Das muss drin sein. Das siehst du auch hier schon hier unten. Geile Gebäude. Oh, du bist aber auch da zugange mit dem Apparillo. Der Apparillo wird ordentlich benutzt. Ja, das ist das. Looping auf dem Bach. Das macht nur Sorge. Ich fliege immer nur noch mit Late Night Airlines. Oh, da ist es, das Atomium. Oh, nicht so tief, Rüdiger. Oh, da sieht man es ja richtig schön. Oh, Wahnsinn. Haben wir es gesehen? Haben wir es gesehen? Da haben wir es gesehen, ja. Angeschnitten waret. Ja, das ist gar nicht so leicht, ne? Das ist doch echt auf gar nichts. Auf gar nichts hier. Wie geht das? Ah, da. So, du bist. Da ist es. Unterm Flügel kurz zu sehen. Da ist es. Sehen Sie es? Da ist es. Oh, jetzt. Oh, ja. Das ist ja der maximale Actionflug hier. Das ist ja wohl nur Killer. Leute, gut, dass wir den Krogi mal ans Steuer gelassen haben. Oh, da habe ich aber ganz kurz auch, kennst du das? Bei der Achterbahn, ja, ja, das Gefühl im Bauch. Ey, ich mach mal ein Inverted Looping, geht das auch? Das hatte ich gerade kurz. Was für Looping? Inverted. Ach so, oh ja, ja, wenn das kannst. Du musst halt erstmal das drehen, ne? Du musst dich erstmal quasi auf den Kopf drehen. Ach nee, so willst du es machen. Ah. Nein, wie krass. Oh, 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 stabil. Oh, 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 oh. Komm, zieh. Ja! Das ist Croak Lake, das nicht heller. Aber sowas von. Und dann mal schön am Atomium vorbei. Jetzt haben wir noch dreimal gesehen. Ja! Hier wird einem richtig was geboten. Mega! Das ist zuverlässig hier. Ich geh noch kurz rein. Mach die Cocktail auf. Ja, ja, genau. Ich geh jetzt auch in den Cocktail rein, du. Beziehungsweise der Cocktail in mich. Das ist ja richtig geil. Oh. German Shinigami will raus. Ja? Ist kein guter Zeitpunkt. Doch, kann man machen. Das kann man nehmen. Doch, raus dann mit dir. Raus? Okay. Ja, raus, okay. Kein Problem, machen wir. Landest du kurz, damit er raus kann, oder was? Ja, lande ich kurz. Ja, okay. Aber haltet euch fest, die Angstgriffe in die Hand nehmen. Ich bin hier schon am Angstgriff am Start. Lande ich halt, kein Problem. Wer will raus? Wie hieß er? German Shinigami. Ja, lande ich halt. Was ist denn mit dem Landigkeit, wenn er raus will? Sauber! Schnell, aber sauber! Alles auch schnell. Gut gelandet. Kann jetzt aussteigen. So. Soll jetzt hier aussteigen jetzt? Der bringt uns um, weil einer aussteigen will, du. Ja, soll jetzt aussteigen. So, German Shinigami, raus jetzt. Das war eine wilde Landung, aber stabil. Also da muss man sagen, man merkt Ihnen Ihre Flugerfahrung doch durchaus an. Kein Problem, kein Problem. Reicht das jetzt? Ich starte mal durch. Ist raus, halt, ich, ne? Bin also, ich wurde durchgeschüttelt bis zuletzt, du. Der ist jetzt aber raus, ne? Der ist raus, glaube ich, ja. Okay. Ist das eigentlich eine doofe Stelle jetzt für ihn? Was will man auf so einem belgischen Feld da? Raus. Aber ich sag mal, wenn er... Oh, jetzt sein Gepäck haben wir nicht. Ja, das haben wir noch. Ja, egal. Raus. Er wollte raus. Das kriegt er nachgeschickt. Ja, warten Sie doch mal, bis wir Speed haben. Das ist hinten nur eine Reckflosse. Merken Sie, die kratzt. Eieiei. Das ist aber aufregend. Jetzt hier aber mit den Bäumen, das wird aber knapp hier. Oh, das war natürlich der Bounce-Trick. Ja. Das hat, weil einer raus, weil einer raus ist. Aber vielleicht geht's ihm noch gut. Vielleicht geht's ich glaube auch, dem einen geht's gut. Das sind, wie viele sind am Start? Irgendwie Tausende gestorben, oder? Damit es einem gut geht. Das ist Kollateralschaden. Kann man sich nicht resetten irgendwie? Das muss doch gehen. Du meinst, ja, dass du jetzt einfach wieder stehst? Guck mal,
Das sieht doch eigentlich ganz normal aus. Ja, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es so. Bei GTA kannst du dein Auto ja auch drehen, wenn es auf dem Dach liegt. Vielleicht gibt es so eine Mechanik hier auch. Aber irgendwie ist das Spiel, weiß gar nicht, was los ist. Kann das sein? Ja, die Kamera ist halt im Boden. Das halten die wenigsten Spiele aus. Wenn ich jetzt einfach. Warte mal. Muss ich ja inverted denken, richtig? Aber wie Philippe sagt, hübsches Grünzeug. Das haben wir wenigstens noch gezeigt. Das haben wir gemacht und wir haben auch gut gelandet. Ja, so ich auch. Ich würde sagen, wir gucken mal nach hinten. Oh, da kann man auch reingucken. Uiuiui. Ui. Da sitzt Chat. Saß. Die liegen da jetzt. Ja, das finde ich aber ein schönes Abschlussbild, ehrlich gesagt. Das ist auch ganz gut, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Was ist das, der grüne Knopf? Das ist der grüne Knopf. Mach mal. Ah. Oder? Das ist satisfying, dass ich jetzt auch noch mal den krogischen Nebelknopf drücken durfte. Chat, ich glaube, mehr kann man nicht erwarten von diesem wunderbaren Abend. Aber wirklich. Mit Walle hier zu Gast. Zum ersten Mal mit Walle hier in der Late Night. Ja, das war super schön. Danke für die Einladung, Mann. Danke, dass du das alles organisiert hast. Ich habe selten mehr geile Technik auf einen Schlag gesehen. Und dann auch noch mit Horn. Also, wir hatten alles. Wir alles, hatten was das Herz begehrt. Lieber Chat, ich fand es ganz großartig. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich glaube, bei diesem Video muss man gar nichts schneiden. Das wird jetzt einfach 1:1 so hochgeladen werden, oder? Also, das sollten wir schon hochladen, finde ich. Finde ich auch. Ne? Also, es gibt ja so manche Sendungen, da sagt man, ja, war jetzt so Stream-Inhalt. Aber das hier fand ich schon gut, oder Chat? Was meint ihr? Kommt mal in den Chat an. Pickepacke voll, ne? Mit Highlights. Kann man auf jeden Fall machen. Pickepacke voll. War super geil, schreibt Soon. War Bombe, danke ihr Lieben. Ja, aber Soon schreibt immer das geil, Mann. Ja, aber Soon ist auch ehrlich. Ja, das ist schön. So, ne? Wenn er alles geil findet, dann ist er halt ehrlich. Ja. So. Hammer, aber so, das genießen wir noch einmal, Walle. Ja, das können wir uns nochmal kurz geben. Bin ich auch für Wiederholungsbedarf. In der Tat, ich bin kurz davor, ehrlich gesagt, mir selber diese Peripherie zuzulegen. Ja. Weil ich habe jetzt ja gerade auch einen neuen Rechner und ich habe natürlich auch sofort den Flight Simulator installiert. Viel auch aus Grafikgründen, logisch. Mhm. Aber damit zu fliegen ist natürlich so viel geiler als mit Maus und Tastatur. Klar ist ein Joystick auch schon cool, aber das ist natürlich Next Level. Hast du ja gerade gesehen, wie gut das ging. Ja. Also wirklich. Das hättest du ja sonst. Dieses Draußen reindrücken ist halt so Hammer. Hammer, ne? Hammer, wirklich Hammer. Und wie smooth auch hier der. Da sieht man mal, was Hammer, ist. Hammer, Hammer. Geil. Wahnsinn. Also nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank, meine ich ganz ernst. Vielen, vielen Dank fürs Zusenden, dass wir es machen dürfen. Liebe Aerosoft Boys and Girls und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs wieder mal dabei sein bei der Late Nights. Das macht mir große Freude, freitags immer hier ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Ich weiß gerade gar nicht genau, was nächste Woche ansteht, weil ich ein bisschen angeschlagen war die letzten Tage. Sonst hätte ich das euch jetzt schon vermitteln können, aber gebt mir mal ein bisschen Zeit. Da kommt auf jeden Fall irgendwas Schönes wieder und wenn ihr Ideen habt, genau, das kann ich nochmal erwähnen, wenn ihr Ideen habt, was ihr hier mit mir oder Walle oder wem auch immer sehen wollt, dann haut das gerne ins Forum oder auch gerne hier unter die Videos, wenn das hochgeladen wird, ne? Wisst ihr Bescheid. So, Walle, mehr habe ich nicht zu sagen, ich drücke nochmal den Intro-Knopf, weil das so schön ist, was der Nathan Evans so schön ist. Ich muss aber nochmal sagen, hier, bitte unbedingt liken, weil das ist immer für uns mega geil, dann haben wir nämlich die Argumentation, dass wir sowas ständig machen können. So, nämlich. Also wenn ihr sowas ständig wollt, hilft sowas natürlich immer ständig, als Feedback. Ständig. Tägliche Flug-Action gibt's jetzt hier. Nein, so meinst du es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Upsi. Okay, ihr Lieben, tschüss. Ciao. So that says the Rocket Beans TV, see shiny. Soon may the Krogman come, bring you late, nice and fun. Kroge stream late und Freud sig der Chat ist mit dabei.